Extras. Gehen wir einfach mal in die Optionen. Aber ich denke, da passt alles. Was soll denn da? Gameplay vielleicht mal kurz reingucken. Tipps im Spiel werde ich mal drin lassen. Hauptzielanzeigen klingt auch sinnvoll. Hotspots, super. Toilettenhumor. Moment. Toilettenhumor. Komplett, ja, muss. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber Toilettenhumor klingt gut. Komplett, bitte. So. Okay, neues Spiel. Magst du Toilettenhumor? Ja, gib mir alles. Ich weiß jetzt nicht, das geht, glaube ich, ein bisschen schnell. Lest das am besten selbst mal. Ah, Toilettenhumor. Okay, ich denke, da können wir lesen. Also interessantes Comic-Intro schon mal. Interessanter Traum. Björn. Soll der echt Björn heißen oder Björn? Ich sag halt Björn, ja. Warum zur Hölle bist du noch zu Hause? Ah, Tom, ich stecke in Schwierigkeiten. Sag mir nicht, dass du vergessen hast, dass wir heute angeln gehen wollten. Komm sofort her! Tut mir leid, ich glaube, ich kann nicht kommen. Ich muss etwas Wichtiges erledigen. So wie ich dich kenne, wirst du deine Meinung nicht ändern. In Ordnung. Dann komm heute Abend einfach zum Abendessen. Dann kannst du mir mehr erzählen. Okay, ich tue mein Bestes. Bis dann. Autsch, mein Kopf tut weh. Was ist passiert? Ich glaube, jemand war in meiner Wohnung. Muss mich bewusstlos geschlagen haben. Bevor ich es der Polizei melde, sollte ich besser nachsehen, ob etwas fehlt. Ich dachte, er hat es erst geträumt, aber anscheinend doch nicht. Kapitel 1. Warte mal kurz, bitte. Moment. Ah, so, jetzt bin ich wieder da. Mensch, Kater! Ich habe mich gerade gewundert, als wir das Intro geguckt haben. Was ploppt denn da jetzt von Steam auf? Was soll denn der Scheiß? Vielen lieben Dank! Was soll ich sagen für Observer? Wow! Das ist geil! Vielen Dank, weil ich hätte das jetzt echt jetzt noch ein bisschen drauf gewartet. Aber okay. Das ist echt super lieb von dir. Hast was bei mir gut? Hast einen Wunsch frei, ja? Also...
Wenn mal irgendwas ist, sag Bescheid. Vielen, vielen lieben Dank. Dann kann ich ja den Spendending für heute dicht machen. Geil, ich freue mich, wirklich. Echt super. Weil ich hätte echt jetzt noch warten müssen darauf. Cool. So, jetzt besinnen wir uns aber wieder. Echt cool. Okay, also, also gut, er wurde zusammengeschlagen anscheinend und jetzt gucken wir mal, was passiert ist, genau. Also wenn es wieder in diese Comic-Zwischensequenz geht, dann lest das bitte selbst, weil ihr habt es gemerkt, das geht ein bisschen zu schnell. Hm. Okay, Kader, geht klar. Das hätte ich eh gemacht wahrscheinlich, aber mache ich jetzt garantiert. Es wird ein Let's Play und kein Stream-Projekt. Wahrscheinlich dann nach Life is Strange, weil das ist ja eh nicht so groß, nehme ich mal an. Okay, aber jetzt. Also, wie werde ich meine Suche beginnen? Brauchst du eine Anleitung? Ich weiß nicht. Kommt drauf an. Ich will jetzt eigentlich nicht ewig in der Anleitung rummachen. Vielleicht finde ich es ja selbst raus. Nö, danke, ich kann das schon. Lass uns anfangen. Okay. Sieht ja altgewohnt aus, wie man das bewegt. Also ich habe auch ein bisschen was gelesen, dass in diesem Spiel die Unterhaltungen, dass man da wirklich gravierende Dinge passieren können. Und das hat mich schon ein bisschen angemacht. Steingemälde. Wir fangen einfach mal an, uns umzuschauen in unserer Bude. Dieses Gemälde hat etwas. Es gibt aber mehrere Interpretationen für das Muster. Anhänger Erich von Denikens meint, es stellt ein UFO dar, das die Erde am jüngsten Tag zerstört. Aber manch anderer sagt, die Wahrheit ist da draußen. Ja, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Piero della Francesca oder so ähnlich. Das könnte Stein von Frankreich bedeuten. Oder vielleicht Pommes Fritz? Ja, eher letzteres würde ich sagen. Wenn ich was mehrmals angucke, bringt das was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht sollte ich es umdrehen. Damit die Leute, die den Raum betreten, es nicht sehen können. Okay, dann sagt er das gleich nach dem zweiten Mal. So, okay. Mal wieder ein Spiel ohne Sprachausgabe. Man ist es heutzutage gar nicht mehr gewohnt, ne? Aber warum nicht? Habe ich kein Problem mit. Okay, das sagt er. Was? Was liegt denn da? Ist das ein Keks? Oh, hier ist ein Keks. Seltsam, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das letzte Mal Kekse gekauft habe. Oh, naja. Einen Keks erhalten. Vielleicht hatten wir ja dem Angreifer gehört. Hallo Jojo, schön, dass du da bist. Ja, das war eine kleine Actix-Anspielung natürlich. Ach, Actix war früher geil, oder? Wer hat alles Actix geguckt? Ich frage mich, was ich damit machen könnte. Ein Keks, wozu? Kekse sind besondere Gegenstände, die überall verteilt sind. Es gibt 3 Kekse in jeder Szene. Sammle sie, um Hilfe im Spiel zu erhalten, wenn du mal nicht weiterkommst. Siehe Leiste oben. Ah, alles klar. Und willkommen, Jürgen Boss. Ich sehe das gar nicht ganz. Warte mal, ich muss das mal anpassen. So, jetzt müsste ich es wieder ganz sehen. Man muss mal kurz das so hinschieben und das so hin. Jetzt stört es nicht mehr. Okay. Okay, also wenn ich 3 Kekse habe, dann habe ich mir quasi einen Hinweis freigeschaltet, falls ich wieder doof bin und so. Das ist eigentlich ganz gut gelöst. Ach, Tischlampe. Ich lese ja gerne meine Comics. Deswegen brauche ich eine Lampe. Ich konnte sie nirgendwo sonst hinstellen. Ich bezweifle, dass ich sie mitnehmen kann. Flickste Kabel. Ich sehe gar kein Kabel an der, aber egal. Hier, der Müllbeutel. Den könnte man mal raustragen. Was zum... Hey, so sah das gestern nicht aus. Der Einbrecher muss draufgetreten sein. Ernsthaft, was für ein Dieb fällt über Müllbeutel? Ach, ich bin so genervt, dass ich ihn einfach liegen lasse. Hey, es könnte ich sein. Nein, Spaß. Das ist ein rechter Schuh, okay. Da hinten ist der linke Schuh. Einer meiner Schuhe. Meine Lieblingsschuhe für den Winter, sie halten meine Füße warm. Ich frage mich, wo der andere ist. Willst du den mitnehmen? Nö, ich habe bereits die perfektesten Schuhe für dieses Wetter. Da ist der andere. Ah, da ist er ja, toll. Nicht, dass ich sie tragen würde, es ist 100 Grad draußen. Also wie bei mir. Fahrenheit. Okay. Ach, ich mag das, wenn man sich jeden Scheiß angucken kann. Sessel?
Dieser Sessel sieht schön aus, aber eigentlich ist er furchtbar. Wenn man eine Stunde drin gesessen hat, kommt man nicht mehr raus. Ich mag den Typ. Chips-Tüte. Oh, die Packung Chips habe ich letzten Monat verloren. Also, ich bin da sehr... Danke, Lichiana. Ich bin da bei Chips, bin ich sehr zimperlich. Wenn eine Chips-Tüte schon zwei Tage offen war, dann kann ich das nicht mehr essen. Ah, ich finde es schon am nächsten Tag, finde ich es nicht mehr so gut. Immer noch gut. Naja, gut, Björn, das ist deine Ansicht. Jetzt ist sie leer. Warte mal, was, das ist eventuell mein Inventar. Ich gucke erstmal weiter. Fernseher? Ich habe die Fernbedienung verloren. Jetzt hängt er auf Cooking24 fest. Oh mein Gott. 24 Stunden lang nur Kochprogramme. Du kannst doch bestimmt mal am Fernseher umschalten. Da gibt es meistens noch die Knöpfe irgendwo versteckt an der Seite. Dann lässt es halt. Blöd, Mann. DVD. Oh, ich habe mir diese DVD von Tom ausgeliehen. Schneewittchen und ihre drei kleinen Schweinchen. Oh, das ist bestimmt irgendein Porno, oder? Lieber Animationsfilme. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Hey, Bronze-Noob. Sie erinnern mich an meine Kindheit. DVD erhalten. Oh Gott, was ist das für ein Bild, ey? Es ist doch ein Porno, ich wusste es doch. Gleich rein. Sexy Max-Films. Ah, ja. So, hallo Jana. Hallo Daniel, schön, dass du wieder da bist. Und der Sekunden-Fan ist auch da. Bester Sessel ever, ja. Der wird noch krasser. Sabotierer kennt das Spiel anscheinend. Warum steht da nicht jugendfrei auf der Rückseite? Bestimmt ein Fehler. Ey, der Typ, ne? Gegenstände einsetzen. Okay, um einen Gegenstand zu kombinieren, wähle ihm Inventar aus und verwende ihn auf dem Bildschirm. Ja, okay, das ist ja wohl klar. Gegenstand beschreiben mit dem Auge und abbrechen. Noch so eine ID-Card eventuell. Aha. Okay, dann gucken wir doch mal. Moment, ist das hier der DVD-Player? Aha. Nicht nur ein DVD-Player, er liest sogar VHS-Kassetten. Oh Gott, so ein Kombigerät, das gibt's wirklich, ne? Hab ich mal gesehen, wie luxuriös. Das ist eine Spielkonsole? Der Verkäufer hat mir gesagt, das ist eine brandneue Next-Gen-Konsole, die man haben muss. Irgendwie fühle ich mich hintergangen. Ja, ich weiß nicht, sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus NES und Dreamcast, ich weiß nicht. Ich will jetzt erstmal was ausprobieren. Vielleicht wird es jetzt gleich nicht jugendfrei, wenn ich die DVD nämlich in den DVD-Player mache. Achtung bitte. Ja, schauen wir ein paar Cartoons. Ich kann es nicht erwarten. Sexy Max Films. Noch nie von dieser Firma gehört. Da ist Schneewittchen. Was macht dieses Schwein da? Hey, aufhören! Hört ihr ihre Schreie nicht? Eine Stunde später. Guckt mal, sein Gesichtsausdruck. Oh, nee. Wow. Das nenne ich mal ein modernes Remake von einem Klassiker. Ja, wir wurden zum Glück verschont. Ich mag es manchmal, gute Cartoons zu schauen. Ja, alles klar. Okay. Das ist die Chips-Tüte. In die Schublade könnten wir jetzt noch gucken. Sie klemmt. Ich kann sie nicht öffnen. Seltsam, da ist kein Schloss. In dieser Schublade sind nur Zeitschriften. Um genau zu sein, hunderte Fernsehzeitschriften. Mensch, Kerle, schmeiß das Zeug doch mal weg. Hässliche Töpferware. Wow. Meine Tante töpfert. Sie hat mir das geschenkt. Ich hatte nicht den Mut, es in die Mülltonne zu werfen. Wow, wow, wow. Ich dachte schon, das fällt jetzt auseinander. Wow, ich sollte jetzt wirklich aufhören, das anzufassen. Das hätte er nicht sagen dürfen. Sorry. Ja, Schneeflitschen doch eher, ne? Hallo, Mitch. Ah! Und das war die schöne Töpferware, die mir mein Tantchen geschenkt hat. Wie schade. Der Gesichtsausdruck jedes Mal. Sehr gut. Da ist er jetzt so traurig darüber. Zerbrochene Vase, jetzt haben wir noch mehr Dreck gemacht. Hey, was ist das? Ein paar Jahrmarktsmünzen vom letzten Jahr. Cool.
20 Jahrmarktsmünzen. Das bringt meistens gar nicht, weil die Babsäcke, wenn man die sich wirklich aufhebt, das habe ich mal gemacht, weil meine Kleine den Flieger nicht mehr fliegen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nächstes Jahr ist es soweit. Und die haben dann andere Münzen gehabt. Ist nichts mit aufbewahren. Gleiche Stand, aber andere Münzen. Was für ein Zufall, dass, dass der Jahrmarkt morgen beginnt. Ich leg diese Münzen fürs Erste zur Seite. Bei uns fängt morgen Weinfest an. Meinem Heimatdorf. Aber da gehe ich nicht hin. Zeit ist vorbei. Verwelkte Blume. Jetzt bist du offiziell tot, Zombie-Pflanze. Willst du sie mitnehmen? Nee. Okay. Ja, bleiben es. Ah, das sagt er zu allem. Okay. Hässliche Töpferware. Was zum... Das Ding ist nicht kaputt? Wie ist das überhaupt möglich? Sie ist aus 1,80 Meter runtergefallen. Ich mach einen Kratzer. Der Geist von Tanschen muss da drin stecken, um es zu beschützen. Ich wüsste sonst keine andere Erklärung. Okay. Also wenn ich es fast zweimal angeguckt habe, dann kann ich es eigentlich fast lassen. Hallo Lucy. Ja, die wissen, wie sie es machen, ne? Mit den Münzen. Das ist echt fies. Das ist für die PS4, ja. Aber es ist, wie gesagt, eigentlich auf dem PC erschienen. Das haben sie jetzt nochmal für 10 Euro in den PlayStation in den PSN Store reingehauen. Spiegel. Sieht gut aus. Oh Gott. Was sind das für ein Spiegelbild? Cool. Ich sollte zum Friseur gehen. Oh ja, da muss ich morgen auch hin. Wenn ich es noch schaffe. Sie funktioniert wie eine alte Bratpfanne. Ich schwöre es. Ich habe schon mal Eier da drauf gebraten. Sie riecht irgendwie immer noch nach verfaulten Eiern. Oh Gott. Eigentlich doch nicht. Das ist nicht die Heizung. Steckdose. Das ist nur eine Steckdose. Das bringt mich allerdings auf einen Gedanken. Ich habe mich immer gefragt, was wirklich passiert, wenn man seinen Finger reinsteckt. Kann man... Ja, ich denke schon, dass man im Spiel sterben kann, aber... Die Versuchung ist so groß. Mach's. Ja, es ist bloß ein Mythos. Ich werde es beweisen. Hä? RIP. Was? Ich bin in der ersten Szene gestorben? Sehr gut. Hier liegt Björn. Tonnentot in seiner Wohnung aufgefunden, nachdem sich alle Nachbarn über einen fauligen Gestank beschwert haben. Ja, da macht das Sterben ja Spaß, ey. Fortsetzen. Oh ne, was muss ich jetzt noch. Was muss ich jetzt alles wieder machen? Okay, das ist ja okay. Das ist ja gar nichts. Alles gespeichert, sehr schön. Hier geht's zum Lagerraum. Okay, wo haben wir denn aufgehört? Den Fehler machst. Weiß er jetzt davon noch? Oder? Natürlich weiß er davon nicht. Okay, nein, hör auf, niemals. Klar, warum soll ich das tun? Das ist kindisch. Wie er dann so trotzig geguckt hat noch. Oh Menno, ich wollte aber reinfassen. Cool, ein Katzenschrank. Oh. Dose? Was ist das? Scheint eine Konservendose zu sein. Ich sollte versuchen, sie mir zu nehmen. Es ist hoch, so hoch. Aber nicht hoch genug. Weiß er nicht. Mit doppelt so viel Wurst. Oh, so gut. Wurstgeschmack. Mindestens haltbar bis Oktober. Alter, wann hast du das gekauft? Das ist sehr abartig. Das muss ja seine Uroma gekauft haben oder so. Ich weiß ja nicht. Naja, es steht ja mindestens. Nicht ausschließlich. Das reicht mir. Oh, nee, ey. Was ist das für ein Typ, ey? Er hat es echt mitgenommen, Konservendose. Naja, vielleicht schon der nächste Game Over. Nee, so schlimm wird es nicht sein, aber... Schranktür. Mein Staubsauger, Bügeleisen, Putzmittel... Nutzloses Zeug. Hat er bestimmt noch nie benutzt. Die ist ganz leer. Bis auf die 100 Kakerlaken, die da drin leben. Oh, Mann. Monoko Eis... Ei, Cobra, willkommen. Danke fürs Followen.
Hallo Master und hallo Sephiroth. Ah, das ist schade, dass dein Internet abgekackt ist. Ich hoffe, du hast nicht allzu viel verpasst. Naja. Okay. Hier ist nur ein großes Betttuch drin. Alles in trockenen Tüchern. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Das ist die einzige Tür mit einem Schloss, daher bewahre ich hier drin etwas Geld auf. Jetzt ist die Frage, wo ist der Schlüssel? Wo zur Hölle ist dieser Schlüssel schon wieder? Ich glaube, ich habe ihn irgendwo gelassen, wo es dunkel und unordentlich ist. Also deine ganze Wohnung. Bin wem? Ah, die sind nur zur Dekoration da. Sie verleihen den Raum eine Art Dschungelfeeling. Und, naja, okay, es sind Spinnweben. Das ist noch ein Fragezeichen. Das ist die Spinne selbst. Wenn ich nur eine Frau hätte, dann würden die wie von Zaubern verschwinden. Alter. Zieh an, was das, wenn das kein Keks ist. Ah, wir haben den zweiten Keks. Ey, Kater. diese Spinne dachte, sie könnte ihn sich zum Abendessen aufheben, was? Sieht aber aus, als hätte sie schon etwas davon gegessen. Okay, wir haben den zweiten Keks in dieser Szene, falls wir eine Hilfe brauchen. Alles klar, dieses Bild, Gemälde. Dieses Gemälde ist unglaublich! Ernsthaft? Das ist das schönste Gemälde, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und es gehört mir. Diese kräftigen Farben. Diese wunderschönen Linien. Ja, es ist perfekt. Jeder auf der Welt sollte die Chance haben, es zu sehen. Das ist voll die blöde Absicht, weil wir es nicht sehen. Ja, okay. Wir werden es nicht sehen. Was für eine beknackte Uhr, ey. Meine Uhr funktioniert wie ein Uhrwerk. Oder nicht? Okay, hier geht's zum Badezimmer. Hier wird's rausgehen. Das machen wir natürlich zum Schluss. Tolle Fußmatte. Hallo und tschüss. Ja. Das ist meine gute Freundin, die Fußmatte. Ja, Freundin besonders, wenn ich betrunken nach Hause komme. Schon gut. Hab sie in einem Ramschladen gefunden. Fand sie lustig. Okay. So. Mal gucken. Die Schubladen haben wir überprüft, ja, genau, mit den Zeitschriften, Töpferdingsbums, die Tapete interessiert uns nicht. Gut, Lagerraum, ich würde sagen, wir gehen dann, da hinten haben wir wahrscheinlich das, ja, das Schlafzimmer. Wir gehen jetzt erstmal in den Lagerraum. Aber ich muss noch einen Keks finden auf dem Ding, fällt mir gerade ein. Naja, vielleicht ist er ja hier noch drin, mal schauen, vielleicht zählt das noch als gleiche Szene. Bücher. Ein paar tolle Bücher, die ich super günstig bekommen habe. Jeweils nur 1 Euro. Das ist sicher schon von Mein Müll oder Batman in Wonderland gehört. Das sind Klassiker. Ja. Wow. Ja, Lucy, auf jeden Fall gibt es Menschen wie ihn. Schau dir mal Tanzverbot an. Okay. Schneekugel. Ich liebe diese kleinen Dinger. Sie erinnern mich an Weihnachten. Auch wenn ich Weihnachten nicht so sehr mag. Meine Eltern haben mir nie Geschenke gemacht. Sie haben gesagt, es wäre eine kommerzielle Sache und dass es der Weihnachtsmann nicht existiert. Konnten sie mich so anlügen? Okay, er schüttelt. So schön. Karton mit dringlichen Dingen. Vielleicht diesen Schlüssel? Karton mit dringlichen Dingen? Oh ja! Ich habe vor ein paar Jahren ein paar dringliche Dinge da reingetan. Total vergessen. Ich schätze, die Dinger waren doch nicht so dringlich. Aber was ist jetzt drin? Ich habe im Moment dringlichere Dinge zu tun. Oh Mann. Der Schlüssel ist bestimmt total beknackt versteckt. Ach, wie süß, ein Engel. Ja, meine Cousins sind sehr religiös. Sie haben mir das geschenkt. Sie haben gesagt, das ist ein Engel der Schönheit und Reinheit. Ich benutze ihn als Vogelscheuche für Insekten.
Ob das es funktioniert, sagt er, okay. Ich habe keine einzige Kleidermotte mehr gesehen, seit ich hier aufgehängt habe. Aha. Okay. Ich kann Krawatten nicht ausstehen. Diese furchtbare Gefühl, die Kehle abgeschnürt zu bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie immer nur zu eng gebunden. Sein. Was? Ah, guck mal, eine Tasche. Da, hier habe ich meine Geldbörse hingetan. Mal sehen. Oh, oh. Etwas stimmt nicht. Die ist leer. Ich wurde ausgeraubt. Geld, Kreditkarte, alles weg. Naja, das sollte eigentlich keine Überraschung sein. Der Dieb muss alles gestohlen haben. Und das hat er mir meinen Ausweis gelassen. Was für ein Gentleman. Oder Ausweisbild, ey. Ja, Fjonton, da haben wir ihn. 82er Jahrgang. Geschlecht. Okay. Alles klar. Da ist es. Schicker Ausweis, wirklich. Auf Wiedersehen, meine Shopping-Pläne. Zum Glück habe ich in meinen Schrank etwas Ersatzgeld gelagert. Aber wo ist der Schlüssel dafür? Na, schauen wir uns mal weiter um, ne? So. Die Geldbörse ist so leer wie mein Bankkonto. Ich korrigiere, fast so leer. Meine Geldbörse ist zumindest noch etwas Staub. Dahin. Ich kann den Vorhang nicht weiter aufziehen. Es ist sowieso nichts Interessantes dahinter. Gehirn, du musst es mir glauben. Hinter diesem Vorhang ist nichts. Seltsam. Ich habe gehört, dass diese Dinger in dunklen Abstellkammern wachsen. Aber das hier wächst nicht. Vielleicht hätte ich es gießen sollen. Wenigstens ist das Gras noch am Leben. Auch wenn es ganz vertrocknet ist. Ja, wunderschön. Ah, noch da haben wir noch einen Karton. Da unten darf ich mir nicht angucken. Erstmal den Karton. Ich bin mir absolut sicher, dass da etwas Nützliches drin ist. Zum Beispiel ein Schlüssel oder so. Aber ich kann nichts sehen. Kannst du da irgendwie Licht machen? Ich mag es nicht, im Dunkeln durch mein Zeug zu wühlen. Ah. Gibt es irgendeinen Weg, das zu beheben? Garantiert. Ich brauche... Was ist das für ein Krach da draußen? Okay. Ich brauche im Moment keinen Regenschirm, die Sonne scheint. Bei diesem Wetter würde ich in einem Regenschirm echt blöd aussehen. Ich meine noch blöder als sonst. Ja, wenigstens... Ey, egal. Ach, dieser Sack ist ziemlich rätselhaft. Ich schau mal nach. Nachdem ich einen Blick reingeworfen habe, fände ich es besser, dieses Rätsel in Ruhe zu lassen. Nee, einige Rätsel bleiben besser ungelöst. Cool. Hast du da noch was zu sagen? Ja, okay. Ja, ist gut, ist gut. War nicht mehr sicher. So, Schubladen. Untere. Sie ist ganz leer. Ich lege da nie etwas rein, vielleicht deswegen. Sie ist voller Leere. Hier haben wir aber einiges drin. Taschentücher. Das sind viele Taschentücher. Aber das Tempo, in dem ich sie verbrauche, ist beeindruckend. Ich sag dazu jetzt nichts. Ich weiß, das sollte wohl besser neben meinem Drucker liegen. Den ich nicht habe. Natürlich ist das nur eine Packung. Ich habe auf die Toilette mehr davon. Ich bin altmodisch. Ich benutze dieses Papier, um darauf zu schreiben. Unter anderem. Handschellen. Mit rosa Blüsch. Das sind Handschellen. Ich brauche sie nicht. Fürs Erste. Sie sind brandneu. Ich hatte nie die Gelegenheit, sie zu benutzen. Eine Karnevalsmaske. So cool. Wenn man sie trägt, weiß keiner, wer man ist. Manchmal mag ich eine gute Verkleidung. Was macht dieser Gürtel hier? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Ich Dummerchen. Ja? Ich lasse ihn besser hier. Man weiß nie, wann man einen guten Gürtel mal braucht.
Der Eiffelturm darf auch nicht fehlen. Oh, ich hatte vergessen, dass ich das habe. Ein vibrierender Eiffelturm in Miniatur. Schau an, das sind immer noch Batterien drin. Die könnten nützlich werden. Ein vibrierender Eiffelturm, also. Was macht der damit nur? Alter, die... Ich leg das Ding zur Seite. Das war eine sehr interessante Schublade, muss ich ja mal an der Stelle sagen. Das sind Einblicke, die ich eigentlich gar nicht einblicken will, aber okay. War's das jetzt? Aber vom Schlüssel natürlich keine Spur. Aber wir haben ja noch einiges zu erkunden. Okay, was haben wir jetzt alles nochmal? So, die Batterien, die wahrscheinlich noch funktionieren, hoffe ich mal. Okay, dann noch raus hier. Oh Mann. Okay, wo bin ich? Hier, ach da. So, jetzt gehen wir ins Badezimmer, ja. So, fangen wir mal an. Die kann ich empfehlen. Sehr nützlich, um die Zimmer sauber zu machen, ohne hinterher Spuren auf dem Boden zu hinterlassen. Oh nein, da ist ein Loch in einem. Wo soll ich die 2 Euro finden, um mir neue zu kaufen? Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich diesen Eimer mit weißer Farbe habe. Der ist von damals, als ich den Raum neu gestrichen habe. Vor 2 Jahren. Lustig, wie manche Dinge unsichtbar werden, wenn man sie jeden Tag sieht. Vielleicht sollte ich irgendwann den Raum fertig streichen? Aber auch nur vielleicht. Bloß ein paar Waschlappen und Einwegrasierer. Ah, und eine Tüte Katzenfutter. Du hast eine Katze? Wo sind die? Warum ich hier Katzenfutter lagere? Wer weiß, vielleicht hat eine Katze Interesse, die Ratten loszuwerden, die meine Wohnung heimsuchen. Okay, alles klar. Wie soll ich sie füttern, wenn sie alle Ratten losgeworden ist, hä? Ich sag dazu nichts mehr. Na, schau mal an, was hat er da alles? Toilettenwasser. Ja, das riecht komisch, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist das echtes Toilettenwasser. Etwas Wasser aus Toiletten, nachdem jemand reingepinkelt hat. Das würde zumindest den Namen rechtfertigen. Und den Geruch. Wow. Wo kauft er sein Zeug? Das ist ja furchtbar. Haarschneidemaschine. Wer geht heutzutage noch zum Friseur? Du wolltest doch... Ach, egal. In diesem wundervollen Werk der Technologie kann jeder 20 Euro sparen. Also mein Friseur kostet 14,80. Der Name ist cool. Med 500. Wenn ich nur wüsste, wofür es das steht. Wenn ich das nächste Mal mich krank fühle, nehme ich welche. Sonst weiß ich nicht, wie ich herausfinden soll, für was die sind. Sehr, sehr logisch. Das ist mein Deodorant. Erfrischen Sie sich mit diesem Kokosnussdeo, kommen die Droben zu Ihnen und zerstören den Schmutz. Nur deswegen hat er es geholt. Kokosnuss, ja klar. Als ob da eine Kokosnuss reinpassen würde. Oh, ich merke schon, den kann man nicht verarschen. Nein. Hallo Redacted. Ja, ihr merkt schon, ich bin gerade ein bisschen von dem Spiel wieder sehr stark fixiert. Und hallo Linsensuppe. Ja, mir gefällt es bisher sehr. Es ist eigentlich so ein schwachsinniger Humor. Dass es mir schon wieder richtig gefällt. Ich mag so einen Krams. Das hat irgendwas, finde ich. Warum hat der Rouge? Mein Rouge. Ups, nein, das war ein Versprecher. Das ist natürlich nicht mein Rouge. Ich bin keine Frau. Auch wenn ich manchmal Hormonschwankungen habe. Okay. Weg da. Okay, da haben wir hingeguckt, aber in den Arzneischrank noch nicht. Was ist denn da alles drin? Hä? Apfel. Was? Warum liegt da ein Apfel? Ein Apfel? Was macht der hier? Sieh sich das mal einer an. Der Apfel ist so
Ist rot. So eklig. Ist da noch was? Mal drüber gehen. Taschentuch. Yep, das ist ein Taschentuch. Das steht da. Und absolut keine Unterwäsche. Ich glaube an Beschriftung mehr als an Sichtbares. Wenn da also Taschentuch steht, dann ist es ein Taschentuch. Damit hat sie's. Ja, müssen wir wohl glauben dann, ha? Huh? Man weiß nie, wann man eine gute Schere gebrauchen kann. Die nimmt das sogar mit. Das ist eine gute Schere vor allem. Das ist eine Kinderbastelschere, du. Oh. Okay. Ich hoffe, sie macht keine Löcher in meine Hose. Ich glaub's nicht. Die sah interessant aus, aber das war's auch schon. Nichts drin und ich brauche keine Damentasche. Was macht denn eine Damentasche überhaupt hier? Die Mysterien des Alkoholismus. Oh, das kann ja noch lustig mit dem Kerl werden. Wenn wir erstmal das Haus verlassen. Wenn der erstmal mit anderen interagiert. Meine Zahnbürste, Zahnpasta und etwas Erdnussbutter. Okay. Tom hat mir gesagt, Erdnussbutter hätte dieselbe Eigenschaften wie Zahnpasta, nur günstiger. Ich hoffe, er hat nicht gescherzt, denn ich habe diesen Pott nur aus diesem Grund gekauft. In jedes Bad gehört eine Haarbürste. Ich meine, wer hat keine? Männer mit chaotischer Frisur natürlich. Eine klitzekleine, winzige Miniseife in Form eines Hauses. Ja, es ist echt süß. Aber ich brauche es eigentlich nicht, glaube ich. Hey, wir haben fließend Wasser. Okay, doch da nix. Ich hab Glück. Das Waschbecken ist nie verstopft. Es hilft wohl, da rein zu urinieren. Warum benutzt du dein WC nicht? Was soll ich auch schon über ein Waschbecken sagen? Eine Seife, zwei Seifen. Toll, es war also doch keine Zeitverschwendung, im Kindergarten zählen zu lernen. Viel weiter hat er es wohl nicht geschafft. Oh, da ist der Keks. Ich hätte mir fast die Hände damit gewaschen. Jetzt haben wir drei Kekse. Ja, Demetrios heißt das Spiel, Denise. Es ist, es gibt's auf Steam. Und neuerdings auch für die Konsolen. Für so einen Zehner. Vielleicht möchte ja jemand mal einen Steam-Link raushauen in den Chat von Demetrios. Vielleicht wollt ihr euch das ja auch mal überlegen. Also ich finde es bis jetzt... Aber ja, gut, wir haben am Anfang den Toilettenhumor eingeschaltet, ne? Also den hätten wir den runtergeschraubt, dann würden wahrscheinlich weniger solcher Kommentare kommen. Gehe ich mal stark davon aus. Bloß ein gewöhnlicher Spiegel. Was habe ich erwartet? Dass dort ein außerirdisches Gesicht rauskommt? Ja. Oh, schöner Spiegel. Wer ist der schönste Mann in diesem Königreich? Warum wird er plötzlich ganz verschwommen? Sieht aber nichts. Okay. So ist es eindeutiger, oder? Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht daran, wann ich es hier aufgehängt habe, aber oder woher es kommt. Aber ich bin ziemlich sicher, ich habe ein ähnliches in einer Bar gesehen, wo ich immer hingehe, bis es eines Tages verschwunden war. Ja, okay. Das erklärt einiges. Ich habe gehört, dass die Steckdosen in einem Bad einen zusätzlichen Schutz haben. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich... Nee, nicht schon wieder. Nein, nein, das haben wir schon gehabt. Selbst wenn da ein Schutz dran ist, ist mir wurscht. Ja, ich muss zugeben, ich bin kein Kind mehr. Nicht schon wieder. Ist da nicht ein Keks drin in dem Schuh? Ja. Ein Keks. Ich habe ein bisschen zerquetscht, aber ich glaube, er ist noch gut. Langsam glaube ich, dass es doch wirklich auf jeder Szene drei Kekse gibt. Das heißt, es müsste hier noch einen geben. Rein theoretisch. Die Dinger sind ganz schön klein. Ich sehe gerade keinen mehr. Ja, ich sehe gerade keinen mehr.
Naja gut, wir brauchen bisher eh keine Hilfe. Jetzt nicht so schlimm. So, okay, wir könnten jetzt zur... Habe ich das Regal schon geguckt? Ah ja, die Seifen, ja. Würde ich mir die Hände waschen? Ja, das ist mir schon klar, dass du das nicht tust. Gut, dann mal ab zur Toilette. Er scheint ein Katzenfan zu sein. Das hat man hier und da schon erkannt, auch wenn er keine Katze hat. Aber er hat Katzenfutter. Danke, Sabotierer. Also ich sag einfach Sabo. Sabotierer klingt immer so negativ. Sabo reicht. Toilettenpapier. Wer interessiert sich denn dafür? Ein bescheuerter Name. Sowas benutzt tatsächlich jemand? Du nicht? Etwas Bleichmittel, ein WC-Gelreiniger und ein paar Bonbons. Wir sollten dem widerstehen und nicht testen, ob die WC-Reiniger möglicherweise nach Kokosnuss schmecken. Jetzt verstehe ich, warum es mir so übel ging. Seiner Kokos. Ich liebe es, Magazine zu lesen, während ich mein Geschäft erledige. Man sollte lernen, wann immer man kann. Was auch immer er da lernt. Spielzeugautos. Das sind alle Autos, die aus meiner Kindheit noch, retten konnte. Wenn ich nur damit fahren könnte. Aber es satt zu laufen. Okay. Okay. Guck dir dieses schöne Poster an. Das ist eine Darstellung dessen, was passiert, wenn ich Gastroenteritis habe. Oder wenn ich Durchfall habe. Ja, das geht auch. Oh, nee, ey. Das ist ja furchtbar. Hier ist auch Toilettenpapier. Er interessiert sich dafür nicht. Nach wie vor, da ist der Griff. Tabletten. Angeblich Bleichtabletten. Ich habe sie aber noch nie aufbekommen. Verdammte Kindersicherung. Warum sollte überhaupt ein Kind so blöd sein, eine davon zu essen? Es steht ganz klar drauf, gefährlich, nicht schlucken. Ah. Dieser Papierkorb ist nur dazu gedacht, jeden Mist zu lagern, den ich hier lese. Ah ja. Wenn ich mal kein Toilettenpapier mehr habe, bediene ich mich einfach daran. Danke dem Herrn, wer auch immer das erfunden hat. Nie mehr herumlaufen und nach Papier zum Abwischen suchen. Die beste Erfindung aller Zeiten. Oh, sie ist so süß. Aber sie stinkt. Ich dachte, Katzen putzen sich. Oh, nee. Gib mir deinen Schwanz, Kätzchen, damit ich damit den Scheiß hier sauber machen kann. Ja, ich könnte verstehen, wenn das manchen vielleicht langsam etwas zuwider wird. Aber es läuft Wasser aus der Toilette. Zumindest hoffe ich, dass es Wasser ist. Nichts, wovor man Angst haben müsste. Hier ist schon immer Wasser gewesen. So, lass mal schauen. Ist das ein Keks? Ja, das ist ein Keks. Ja, ich esse häufig Kekse. Während ich auf der Toilette Magazin lese. So. Da noch ein Keks? Nee, da ist keiner. Ah. Ah. Vorhang noch. Man könnte denken, dieser Vorhang verberge einige Überraschungen. In Wahrheit ist es aber dahinter genauso leer wie auf meinem Bankkonto. Die Stellen, an denen du etwas vermutest, sind wohl hauptsächlich optische Täuschungen. Peace. Okay, das hier kann ich mir nicht angucken. Dann gucken wir uns mal natürlich noch die Toilette selbst an. Oh, wir können die Toilette benutzen. Schau dir mal die Scharniere der Toilette. Mhm. Wir benutzen mal die Toilette. Alles klar, aber ich hätte gern etwas Privatsphäre. Das sollte nicht. Fertig, na also.
Ah, was für eine Erleichterung. Oh Mann. Okay, die Spülung läuft. Da ist das. Nee. Nichts sonst, nur Toilette. Doch, da. Da hinten. Ein Keks steckt an der Toilette fest. Er riecht komisch, aber deine schöne Farbe. Ab in meine Tasche! Hilfe. Okay, ich denke, das war's hier. Oh, was war das? Achso, wir verlassen das Bad dann. Was war das? Ich würde niemals einen guten Keks wegwerfen. Also, wer war das? So, jetzt haben wir tatsächlich mal 3 Kekse gefunden auf einer Szene. Jo, aber sag bis jetzt. Ist das jetzt nicht so wichtig? So, wir können das Bad dann, glaube ich, verlassen. War jetzt hier ekelhaft genug, finde ich. Okay. Oh, Mann. Gut. So, gucken wir erstmal so ein bisschen in den Chat rein, bevor wir jetzt weitermachen mit dem Schlafzimmer. Hallo, May. Ja, ich kann dich grüßen. Ob der Keks schon mal gegessen wurde? Ja, das wäre das kleinste Übel, glaube ich. Obwohl, ich weiß auch nicht. Also ist schon ein bisschen extrem, ne? Aber gut, man kann es ja auch runterstellen. Ich find's lustig. Mal ein bisschen was anderes. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass Gronkh jetzt auch ein Video gesperrt bekommen hat? Und das nicht bei Doom oder sowas, sondern bei Edna bricht aus. Gründe wurden natürlich nicht genannt. Edna bricht aus. Wird gesperrt. Naja. Dazu fällt einem nichts mehr ein. So, Spiegel, Heizung. Okay, hier waren wir ja schon. Jetzt gehen wir mal weiter ins Schlafzimmer. Oh mein Gott. Was ist das für ein Schlafzimmer, bitte? Fangen wir mal an mit den Tüten. Ich habe allen möglichen Krimskrams in diesen Netzen gesammelt. Ich wollte sie nicht wegwerfen, aber gleichzeitig habe ich auch nicht vor, sie nochmal anzurühren. Nee, ich mache diese Netze nicht auf. Es war so schwierig, die ganzen Krempel da reinzubekommen. Ah, Gott. So, was haben wir da? Taschenlampe. Meine Taschenlampe! Hey, die brauchen wir doch. Wir haben sogar Batterien. Ich hatte sie in meiner Hand, als ich letzte Nacht bewusstlos geschlagen wurde. Stimmt. Und jetzt haben wir sie. Die crappy Taschenlampe. Es gibt nur ein kleines Problem. Die Batterien sind leer. Ich brauche einen Ersatz. Die hast du doch schon aus deinem Eiffelturm-Vibrator. Können wir gleich mal kombinieren. Aber erst gucke ich mich hier weiter um. Ich habe diese Statue vor ein paar Monaten bekommen. Ich weiß nicht genau, was dieser Vogel darstellen soll, aber es sah cool aus. Hey, Moment mal. Dieser Statue stand eine Tafel. Ich erinnere mich genau, weil sie runtergefallen ist, als ich die Statue letzte Woche bewegt habe. Aber ich weiß, dass ich sie zurückgestellt habe. Das war eine Tafel mit einem Blitz drauf. Sie ist weg. Ich kann sie nirgendwo im Zimmer sehen. Also muss dieser Dieb sie mitgenommen haben. Aber warum? Ich erzähle der Polizei besser davon. Okay. Wo mir auch gerade so einfällt, als ich so ein paar Screenshots gesehen habe, ich glaube nicht, dass wir die ganze Zeit in der realen Welt mit dem Goftel da rumrennen. Mal abwarten.
was es damit auf sich hat. Vogel? Diese Statue sieht ziemlich cool aus. Ist das ein Vogel? Eine Henne? Eine Kuh? Ich kann es wirklich nicht sagen. Das ist ein Kopf, oder? Ich könnte schwören, es sieht mich direkt an. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ob das Ding lustig oder furchterregend ist. Scheint ja wirklich... Was hat das nur her? Strichmännchen. Ich schätze, im Altertum gab es noch keinen Kunstunterricht. Sogar ich würde besser zeichnen. Fragt mich nicht, was für eine Zivilisation diese Statue gebaut hat. Aber wenn man nach den Zeichnungen geht, waren sie ziemlich dünn. Ich schätze, im Altertum gab es... Ja, okay, hat man schon. Okay, Tafelzeichnungen. Das sind Zeichnungen von Tafeln. Darauf war mal eine Tafel eingraviert. Kommt es mir nur so vor, oder sehen einige dieser Symbole seltsam aus? Ja, also wenn ich mir das so angucke... Sehr mysteriös. Okay, so viel dazu. Warum hast du einen Sarg in deinem Schlafzimmer? Ziemlich praktisch, wenn ich einen Herzinfarkt bekommen würde, könnte man mich direkt hier hineinlegen. Ja, der denkt gleich mit, ne? Nein, da ist keine Leiche drin. Glaube ich. Ich habe nicht wirklich nachgesehen. Er will nicht nachsehen. Teller. Echt schöne Teller. Ich habe sie für 50 Treuepunkte im Supermarkt bekommen. Wenn dieses Made in China Etikett nicht wäre, hätte ich sie schon längst in meinem Laden verkauft. Alles klar. Hallo Anta Online. Ich freue mich auch sehr drauf. Yep, das ist die männliche Version der Mona Lisa. Es ist von einer Künstlerin namens Leonardo da Vinci. Wunderschön. Ich habe es nur für ein paar Euro gekauft. Ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als beim Original. arme kleine Zeitung, ganz allein und nackt auf dem Boden. Und du bist nicht mal interessant, nur langweilige Geschäftsartikel. Ich wollte schon sagen, sie ist wegen dem Dieb runtergefallen. Aber eigentlich liegt sie schon seit Wochen da. Ich war nur zu müde zum Aufräumen. Einige Schulbücher aus meiner Kindheit. Langweiliges Zeug. Einige... Okay. Comics machen Spaß. Ich liebe vor allem europäische Comics. Zum Beispiel Tom und Strippi, Anthrax oder Lucky Lake. Wenn ich nur mehr Geld hätte, dann würde ich meine Sammlung an Spyro-Comics vervollständigen. Die Geschichte eines kleinen Jungen, der aus einem Zuhause vertrieben wurde. Die Geschichte... Oh, okay. Ich dachte, du erzählst jetzt noch ein bisschen was davon. Verschwende nichts, heb alles auf. Also das vorhin, ne? Hier, pack all deine Sachen und verschwinde. Jetzt verschwende nichts, heb alles auf. Oh, verdammt, zu spät. Ich habe schon die Toilette gespült. Kochen für Idioten. Oh, Moment mal. Ich kann ja jedes einzelne Buch... Moment mal, also da ist nur ein Buch. Das sind Schulbücher, okay. Hier ist jedes... Warte mal, zwischen den Comics... So, fangen wir mal von vorne an hier. Ha! So. La Biblia, das ist die spanische Version. Spanisch hin oder her, ich würde so oder so kein Wort verstehen. Warum hast du es dann? Ökologisches Wörterbuch. Ohne Spaß ist das definitiv ein ökologisches Buch. Alle Seiten sind leer. So, dann kommt Henry der Elfte. Dieses Buch dreht sich um das Leben eines Mannes, der nie gelebt hat. Langweilige Geschichten. Mit diesem Titel will ich es unbedingt lesen. Aber nicht jetzt, okay. Dann fangen wir hier an. Geschichte aus dem nächsten Jahr. Auf dem Cover steht, dass man das Buch nächstes Jahr updaten soll, um es zu lesen.
Technologie. Barbie hat große Brüste. Endlich ein Buch, das die Wahrheit sagt. Und für Idioten hat man schon. Ich lutsche dich morgen. Dieses Buch hilft Leuten, die nicht aufhören können, Eis zu essen. Ah. Ach so. Oh, die Legende vom kleinen Johnny. Und es ist nicht mal ein Scherz. Hi, Dadaus. Ich habe hier früher etwas Geld und wichtige Papiere gelagert. Aber das Versteck war zu offensichtlich, deswegen habe ich sie woanders hingetan. Es hat immerhin funktioniert. Der Dieb konnte sie nichts daraus nehmen. Ja. Schick dich morgen, ey. Die obere Schublade. Socken, Socken überall. Hier lagere ich meine Ohrenstöpsel. Ja, die ganze Schublade ist voller Ohrenstöpsel. Meine Nachbarn sind nachts so laut. Es gibt da ein nervendes Mädchen, das die ganze Zeit rumquietscht, dass sie nicht ins Bett will. Ich hasse sie. So. Ich habe keinen anderen Platz, wo ich meine Socken lagern kann. Wenigstens kann ich meine Socken wechseln, wenn ich aufwache. Oh nein, er spinnt schon wieder. Jetzt komme ich wieder jeden Morgen zu spät. Das kann er jetzt schon sagen. Jeden Morgen zu spät zur Arbeit. Naja, ist eigentlich egal. Ich bin mein eigener Boss. Ich operiere ihn später. Ich benutze mein Festnetz kaum. Mein Handy hat einen viel besseren Klang und es ist so praktisch. Wo ist es überhaupt? Ja, habe ich mir auch gerade gefragt. Ich habe versucht, mein Handy anzurufen, aber ich kann es nicht hören. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal gemacht. Handy irgendwo verlegen, dann mich selbst anrufen. Ich glaube, da war oft nicht, weil es auf Vibration ist. Und die Vibration hört man ja nicht unbedingt. Naja. Es ist vermutlich nicht in meiner Wohnung. Wo habe ich es hingelegt? Wahrscheinlich hast du es im Suff irgendwo vergessen, was weiß ich. Oh, ein Teddybär. Ich reise nicht mehr mit meinem Teddy... Was? Ich reise nicht mehr mit meinem Lieblingsteddy. Oder soll das reden heißen? Ich würde riskieren, ihn zu beschädigen. Okay, ja, gut, dann lass ihn da liegen. Es ist nicht so gemütlich und auch nicht sonderlich hübsch. Aber das ist mir egal. Beim Schlafen fallen solche Details niemanden auf. Nichts in meinem Bett, nichts dahinter, nichts darunter. Armer Teddy, er hat mir gesagt, dass er gestern Abend ganz verängstigt war. Keine Sorge, Papa ist hier. Okay. Jemand zu Hause? Mausi! Oh nein, sie antwortet nicht. Vielleicht ist sie verhungert oder so. Bei deinem Dreck, ich glaub nicht. Wir wollen die Kekse rumfliegen. Ich habe versucht, Käse rauszulegen, aber sie hat ihn nicht gegessen. Sogar Mäuse sind kompliziert heutzutage. Habe ich die Fächer schon überprüft? Da drin sind nur ein paar Klamotten und Unterwäsche. Ich werde meine Unterhosen woanders hin tun müssen. Immer wenn ich eine rausnehmen will, fallen sie mir alle auf den Kopf. So. Wenn das Krümelmonster hier wohnen würde, wären keine Kekse mehr da. So ist es. Genau, und bei 3 Keksen kann man einen Hinweis bekommen, sofern man ihn braucht. Bis jetzt läuft's ja noch. Hallo, Miss Eiscreme. Ich hätte jetzt auch Bock auf ein Eis. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Ja, es ist wirklich verwunderlich, dass er lesen kann. Das stimmt. Wartet mal, habe ich mir diese Vase schon... Vor kurzem habe ich Werbung gemacht, um meinen Laden zu bewerben. Ich habe das ganze Zeug hergebracht, um ein Bild davon zu machen, damit es authentisch aussieht. Jetzt, wo ich darüber nachdenke... Ich hätte auch ein Bild in meinem Laden machen können, anstatt die alle hierher zu bringen. Na, naja. Säbel. Ich bin's, Björn, der Pirat. Arr. Benutzen Piraten überhaupt Säbel? Ich kann mich nicht erinnern.
Ja, ist gut. Okay, haben wir in dem ganzen Rahmen jetzt alles? Ich denke schon. Warte mal, dieses Teil. Waffen, ja. Eine Hellebarde und ein Schläger? Irgendwelche Waffen, glaube ich. Die sind aus meinem Antiquitätenladen. Deswegen hat er das Zeug zum Teil. Ich kann mich nicht erinnern, wann oder warum ich sie hierher gebracht habe. Dieser Schläger ist ziemlich alt. Ich bin sicher, damit wurden schon einige Hindern versohlt. Unter anderem. Eieieiei. Okay, jetzt werden wir mal in unser Inventar gehen. Ich kombiniere damit. Sie haben dieselbe Größe, gut. Und es wurde Licht. Sehr gut, ich überlege gerade, wir haben ja auch noch Schere. Die blöde DVD hat er auch mitgenommen. Und die Konservendose. Ich wüsste jetzt aber nicht, was ich zerschnippeln soll. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in unser Lager und gucken, ob wir mit der Taschenlampe jetzt mehr sehen. So. Gucken. Muss ich jetzt das hier machen? Untersuchen? Made in China, was du nicht sagst. Achso, dann guck das sich nochmal das genauer an. Okay, aber ich will eigentlich in diesen Karton gucken. Ah, viel besser. Jetzt kann ich mich durch dieses Chaos wühlen. Hier ist mein kaputter Computer, mein Nähzeug, ein Haustierstreichler. Super, hier ist eine Taschenlampe. Ich brauch doch ein... ich leg sie zurück. Ah, ich habe etwas Interessantes gefunden. Den kleinen Schlüssel. Da. Wo ich gerade dabei bin, was öffnet dieser Schlüssel? Ach komm, das wissen wir doch schon. Hoffe ich zumindest. Kleine Schlüssel. Ja. Hier, abgeschlossene Tür. Endlich etwas Geld! Wow. Was ist das alles? 5,75 Euro? Ich dachte, ich hätte mehr. Das denke ich auch immer, wenn ich am Monatsletzten so auf den Kontostand gucke. Ah, oh, und ich ohne Kreditkarte, toll. Ja, jetzt hast du es aber sowas von dicke. Okay, alles klar. Warte mal, hier diese Müllbeutelschnur. Da ist die Schnur von dem Müllbeutel. Hm, vielleicht könnte sie nützlich sein. Was zum... Kann sich mit meinem Handy nicht abreißen. Es ist mir eine Lehre, seinen extra festen Müllbeutel zu kaufen. Oh, bringt nichts. Ich kann sie mit meinen Händen nicht abbrennen. Aber zum Glück haben wir seine Bastelschere dabei. Das ist vielleicht, warte mal, was sagt dann eigentlich dazu, wenn ich mir das Zeug angucke? Ich bin so ein fotogener Typ. Mhm. Ja, bist du. Warte mal, was... Sagt er anscheinend andere Dinge. Gehe ich das mal kurz durch. Toll, eine kostenlose Mahlzeit. Zwar nur kleine Kommentare, aber... Wer ist... Ach Gott, weil ich das jetzt aus Versehen kombiniert habe. Wer ist der Stärkste, die DVD oder die Dose? Bleiben Sie dran, es folgt die nächste unglaubliche Episode von Kampf des Schwachsinns. Das finde ich jetzt aber geil, dass er auf sowas reagiert, nur weil ich aus Versehen die Dose und die DVD, benutzt habe. Da muss ich ja jetzt leider noch ein bisschen Blödsinn ausprobieren. Was ist, wenn ich mit der ollen Schere versuche, die Dose zu öffnen? Ja! Geh schon auf, du böse Dose! Ja, geht natürlich nicht. Ich gehe damit besser vorsichtig um. Ich habe mich mit der schon oft geschnitten. Hey, das macht Spaß. Jetzt will ich das Geld zerschnippeln. Okay. Also, ich schneide diese Scheine durch. Moment, was tue ich da? Das ist so geil, dass der auf alles reagiert. So, dann macht dein Perso kaputt. Ja, ich glaube, ich sollte den Ausweis mit der Schere durchschneiden können. Ich nur einen Grund dafür hätte. Ich will weiter Blödsinn machen hier. Was kann man noch machen? Mir eine Schere noch hier mit. Vielleicht, wenn die neuwertig wäre, bräuchte ich eine Schere zum Aufmachen. Aber so reichen auch meine Hände.
so cool. Es wäre wahrscheinlicher, dass die Schere kaputt geht. Oder meine Hände. Okay. Können wir noch Blödes versuchen. Ich probiere jetzt nicht alles durch, aber... Dann machen wir mal Taschenlampe damit. Ich glaube, es gibt da einen besseren Weg, eine DVD zu lesen. Oh, das ist cool. Wenn ich die Karte anleuchte, kann ich ein verstecktes Muster erkennen. Es hat die Formen einer... Wurst? Nein, Moment. Das ist nur ein Fettsack. Ein Fettfleck. Scheiße, Mann. Ah, das ist geil. Mein Geld in der Taschenlampe verstecken? Ich kann nicht. Ich habe viel zu viel Geld. Ist da der Rost an der Dose? Da kann man ja ewig rumspielen. Sorry. Das gefällt mir gerade voll. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Hab jetzt noch nicht alles probiert. Ah gut, lass mal's jetzt, komm. Wir wollten ja nur anspielen. Eigentlich. Wie gesagt, vielleicht spielen wir es ja weiter. Ja, was ich ja eigentlich wollte, die Schere mit dem Ding da durchschneiden, ne? Damit er seine blöde Schnur hat, ey. Ja, diese Schere zu kaufen war das Beste, was ich je in meinem Leben getan habe. Yay. Okay, jetzt haben wir die Schnur. Ey, Schnur. Schnur. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie die mir helfen kann. Ja. Zwei armselige Scheine zusammenbinden? Ernsthaft? Ich muss es schon wieder tun, es tut mir leid. Ja, wenn ich dich nur anleuchte, kann ich bestätigen, dass es wirklich eine Schnur ist. Aha, ich wusste es. Schneewittchen sieht lächerlich mit Schnurrbart aus. Geil. Sie ist nicht lang genug, um die Dose zu bedecken. Okay. Nee, ernsthaft, ich weiß jetzt gerade... Ja, ist ja gut. Oh, ich kann sie mir ans Handgelenk binden. Was für ein cooles Armband. Ja, toll. Okay, sag mal, was ist eigentlich sein Ziel? Was... Ich muss gerade überlegen. Können wir rausgehen? Ja, okay, dann ist ja gut. Ach ja, ich wollte ja auch die Polizei rufen. Oh, Sandra. Jetzt sollen wir mal benehmen hier, Björn. Oh, hallo Björn. Sag mal, hast du gestern Nacht diesen Lärm gehört? Lärm? Was für ein Lärm? Es klang wie ein Streit auf dem Flur. Sag nicht, du hast es nicht gehört. Das hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Naja, nicht wirklich. Ich habe einen tiefen Schlaf, weißt du? Reden über. Und anscheinend kann ich auch da das hier noch einbinden, wenn das so gezeigt wird. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir könnten über den Streit reden, über sich selbst. Okay, wir reden erstmal über sich selbst. Sag mal, Sandra, was arbeitest du eigentlich? Wassermelonenverkäuferin oder Barbecue-Reinigerin? Björn, ich bin Krankenschwester. Ich bin wegen meines Jobs nach Paris gezogen. Ah, jetzt ist das ausgegraut, dann wird da nichts Neues mehr kommen. Okay, reden wir über den Streit. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was gestern Nacht passiert ist? Naja, es waren zwei Männer, ihren Stimmen nachzuurteilen. Und? Und... Oh, einer hat eine tiefe Stimme mit einem Akzent. Und was mit der anderen Stimme? Lass mich überlegen. Sie klang ziemlich hoch und... Das ist so ziemlich alles, an was ich mich erinnern kann. Ha. Aber beim Streit geht's anscheinend noch weiter. Worüber haben Sie geredet? Ich konnte sie hören, aber nicht wirklich verstehen. Sie haben vermutlich eine andere Sprache gesprochen. Chinesisch oder Arabisch vielleicht. Oder vielleicht war sie nur zu weit entfernt. Was ist am wahrscheinlichsten? Okay, das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Und danke für dein Follow, King through 007. Was ist denn das für eine Umfrage? Ach, das muss ich mich daran gewöhnen, dass wir auswärts Umfragen machen müssen. Aber gut. Lässt sich leider nicht ändern. Ach, ob wir das Spiel weiterspielen oder worum geht's? Ah ja, tatsächlich. Wer ist dafür? Ja, gerne. Dürft ihr gerne mitmachen. Also was heißt mitmachen? Ich nehme das dann auch gerne an, die Abstimmung.
Vielleicht kann der Sabo das auch in den YouTube-Chat mal eben posten. Damit die YouTube-Zuschauer auch mitmachen können. So. Mal gucken, ob ich mit ihr über mein Inventar reden kann. Über meine tolle Konzerndose. Erstmal die Dose. Hier, ist was für... Nein, gib's dir doch nicht gleich. Oh mein Gott. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte, das würde dir helfen, bis du kochen gelernt hast. Och, ist das böse. Nein, danke. Man kann hier keine Beziehung zerstören. Die DVD hebe ich mir für den Schluss auf. Ich zeige dir einfach alles, komm. Das macht so Spaß. Hör auf damit, das Licht blendet mich. Ups, tut mir leid. Mein Ausweis lacht so einfach nur. Was ist so lustig? Dieses Bild, es ist nur... Okay, verstehe. Das ist das letzte Mal, dass ich ihn dir zeige. Da hast du's. Okay, jetzt seine geilen 5,75 €. Sieh dir das an. Das Geld? Warum zeigst du mir das? Bist du... Hey, ich bin nicht so... Alter, was macht der? Oh Gott, ist das peinlich, ey, mit dem Typ. Ich bin ja selbst schuld. Nein, ich wollte nicht, nach dem, wo du handelst. Ich sollte wirklich anfangen, diesen Ratschlag zu befolgen. Oh, ist der Typ drauf. Okay, egal. Nein, danke, ich habe eine Schere zu Hause. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie dir gebe. Und gibst du sie mir? Nein. Das war ja klar. Und hier ist ein... was ist das? Ein Armband? Bindest du dir das an? Nicht direkt. Es ist viel zu wertvoll. Hm, was für ein Pflege. Nee, bietest du mir das an, Standa? Ja, aber ich kann dir das noch zeigen. Ah, was für eine nette Idee. Ich liebe Zeichentrickfilme. Und den habe ich noch nie gesehen. Ja, er ist ziemlich neu. Aber er gehört mir nicht. Ich kann dir nicht ausleihen. Oh, wie schade. Ja, ein Glück. Okay, das war echt cool. Oh mein Gott, da kann man so viel Blödsinn machen. Nun dann. Oh, bevor ich es vergesse, wo du gerade da bist. Kannst du mir das Buch ausleihen, von dem du mir erzählt hast? Ein Buch? Ja, das Kochbuch. Oh, richtig. Ja, sobald ich es finde, bringe ich es dir. In Ordnung. Bis später. Wer hat denn da so ein Kochbuch? Hm. So, da wohne ich. Da wohnt Sandra, nehme ich an. Außer Betrieb. Links geht's nicht weiter. Rechts geht's wahrscheinlich runter. Oh, Mann. Sag mal, kann ich die DVD jetzt noch schnell mitgeben? Mir geben? Mal gucken. Das war doch... Wochen für Idioten? Das ist ja sehr... Super, das ist genau das Buch, das Sandra wollte. Kochen für Idioten. Wow, unglaublich. Ich muss nicht mehr kotzen, wenn ich mein gekochtes... esse. John Vollpostenkoch. Sonderausgabe. Bestätigt, kann man schlecht lesen. Bestätigt von 99% aller geistig behinderten Personen. Jetzt ist der Eindringling in meiner Bücherei weg. Okay, gehen wir da, Sandra. Wirklich meinst du das? Nein, nein, das ist nicht der Ausgang. Hier. Da habe ich mir eigentlich schon dieses... Ach, geht gar nicht. Weil da ist ja die Scheibe ist ja ein bisschen kaputt, ne? So ist wahrscheinlich der Einbrecher auch reingekommen. Würde ja Sinn machen. Aber warum? Hm, na, mal abwarten. Sandras Wohnung. Björn, warum klopfst du an meine Tür? Ich habe auch eine Klingel, weißt du? Okay, tut mir leid. Ich bin an diese modernen Geräte nicht gewohnt. Genau. Jetzt können wir wieder über sie selbst reden. Anscheinend. Davon mal abgesehen, wie findest du dich in deinem neuen Leben zurecht? Es ist ja echt anders als auf dem Land. Freunde zu finden ist viel schwieriger.
Die Leute haben einfach nicht dieselbe Einstellung. Es würde mir nichts ausmachen, dir dabei zu helfen, dich in unserer schönen Stadt einzuleben. Obwohl Fernande, unser Hausmeister aus dem Erdgeschoss, dir da wohl besser helfen könnte. Innerhalb einer Woche wirst du so viele Freunde finden, dass du nur noch eins willst. Zurück auf dein gutes, altes Land ziehen. Meinst du das jetzt ironisch? Hast du etwa was gegen uns Landeier? Verzeihung, das habe ich falsch formuliert. Ich meine nur, dass ich lieber abgase als Kuhdung rieche. Was? Ich glaube, ich habe genug gehört. Auf Wiedersehen, Herr Tonnen. Warte mal, ich habe dein... Ah, ist das ein Charmeur, ey. Der Blick, Hoppala. Vielleicht bin ich ein wenig zu weit gegangen. Nee, wäre es ein blödes Grinsen, ey. Kein Problem, ich lasse sie sich eine Weile beruhigen. Er weiß genau, wie er es machen muss, der kennt sich aus. Ey, was, wenn ich einfach reingehe? Den Griff? Ich auf. Seltsam. Warum ist die Tür abgeschlossen? Sowas Seltsames aber auch. Hey, kann man da durchgucken? Schloss? Nee. Ich dachte, ich könnte versuchen, dieses Schloss zu knacken. Aber dann ist mir eingefallen, dass es die Tür meiner Lieblingsnachbarin ist. Noch gar nichts zum Knacken, oder? Aber was zum Aufknacken? Deine Schere brauchst du da nicht zu kommen. Was, wenn ich das probieren würde? Und dann auch ein Kommentar. Türschloss. Ja, die Klingen sind zu dick. Und ich wollte jemanden durch die Tür... Und ich wollte jemanden durch die Tür die Augen ausstechen. Das gibt's doch nicht. Der kann doch nicht... Mit jeder Kombinationsmöglichkeit kann der doch nicht einen Spruch auf Lager haben. Das ist doch... Warte mal, ich muss mal... Hier ist das total absurd, dass hier nochmal die, Nee. Nimm mal die Konservendose und geh mal an das Türschloss. Das Schloss kaputt machen? Klingt schwierig mit einer Dose. Unglaublich. Ach ja, ich muss immer auf das X gehen. Verständlich. Die DVD durch das Türschloss. Komm schon, Schneewittchen, hilf mir! Sieht aus, als wäre ich nicht in meinen Märchen verflixt. Die Realität ist blöd! Das ist so geil! Das sah alles so wirklich ist, ey. Wir können nochmal. Okay, eins noch. Da könnte man sich ja. Ich könnte zurück in die Wohnung gehen und da noch was für einen Scheiß ausprobieren. Einfach mit meinen Items. Das ist ja unglaublich. Passt! Und was mache ich jetzt mit der Schnur, die an ihrer Tür hängt? Das bedarf näherer Überlegung. Faszinierend. Okay, Ja, stimmt, ich habe Edna bricht aus nur gesehen, nicht gespielt. Okay, aber wir müssen jetzt... Gott, ey. Ohne Mist, ich würde am liebsten nochmal zur Wohnung gehen und ein paar Items ausprobieren, einfach weil es so blöd ist. Aber wir machen jetzt doch ein bisschen weiter, damit wir noch ein bisschen mehr sehen. Was wollte ich gerade machen? Ja, ich wollte ja nochmal normal mit dir reden. Ich benutze diesmal auch die Klingel. Du schon wieder? Okay, sie ist schon ziemlich angepisst, wie man sieht. Ja, ich wollte mich wegen vorhin entschuldigen. Ist schon okay. Immerhin bist du der Einzige, der in dieser Stadt noch mit mir redet. Wow, das ist traurig. So, dann reden wir doch mal über das Kochbuch. Wie versprochen, hier ist deine Bibel des Kochens. Die Verspätung tut mir leid. Um es wieder gut zu machen, schenke ich dir das Buch. Oh, das ist super, vielen Dank. Damit werde ich endlich zu der Köchin, die ich immer sein wollte. Meinst du das ernst? Ich schulde dir was, Pion. Bitte nimm das. Oh. Feuerzeug? Was zum Teufel ist das? Oh, das ist ein Feuerzeug. Ah, das kann ich sehen, aber warum gibst du mir das? Ich habe es vor meiner Tür gefunden. Hat vielleicht den Männern gehört, die gestern Nacht so einen Krach gemacht haben. Du hast vorhin so interessiert geklungen, daher dachte ich mir, ich geb's dir. Nachgedacht. Wer hätte das gedacht? Auf dem Feuer... Zeug steht etwas für Hector.
meinen Freund und besten Kollege. Danke fürs Followen, Miko, Lavia und so weiter. Und darunter eine Adresse. Dublin LLC 15 in Paris. Ich sehe da besser mal nach. Neuen Ort freigeschaltet. Cool. Björn, bist du okay? Tut mir leid, ich war nur im Tagträumen. Okay, dann sind wir mit hier. Mit ihr sind wir dann alles durch. Und, ja, beenden das Gespräch mal. Bitte komm doch mal zum Abendessen vorbei. Ich gebe dir eine Kostprobe von meinen neuen Rezepten. Klar. Hey, wir haben so ein halbes Date klar gemacht. Läuft doch. So, Regenschirm. Nein, danke. Sie haben gesagt, dass sie den ganzen Tag über Sonic bleibt. Und meine Radiosendung hat mich noch nie im Stich gelassen. Er ist nicht rosa oder bedeckt mit kleinen blauen Blumen. Meine Schlussfolgerung als Detektiv, er gehört nicht Sandra. Ist ein Golfschläger? Warum? Sag mal, was macht der Golfschläger hier? Kannst du mir schon vorstellen? Der arme Kerl, der denkt, seinen Regenschirm mitgenommen zu haben und dann versucht, seinen Kopf zu bedecken, wenn es anfängt zu regnen. Ich hielt ihm recht. Armer, reicher Kerl. Ich spiele kein Golf, aber ich hatte mal einen Onkel, der gespielt hat. Und das ging nicht gut aus. Die Leute haben keine Ahnung, wie gefährlich dieser Sport sein kann. Gott. Türschild. Sandra hat Wohnungsnummer 12. Ratet mal, wer Nummer 13 hat. Okay. Aufzug klemmt. Bitte sprechen Sie in Panik. Bitte brechen Sie in Panik aus und schreien Sie laut. Toll. Jetzt weiß ich, was das nächste Mal zu tun ist. Okay. Aber was, wenn ich stumm bin? Dann haben Sie nicht nachgedacht. Ja, die haben dann wohl... Ich habe nie herausgefunden, warum es zwei Knöpfe gibt. Sollte einer nicht ausreichen? Gibt es wirklich irgendeinen Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren? Ah, das ist eine gute Frage. Irgendwas sagt mir, dass ich es vermeiden sollte, ihn zu benutzen. Nur was? Oh mein Gott, und ich glaube, wir können einen neuen Tod provozieren. Mal ausprobieren. Aber ich bin so müde. Muss ich wirklich die Treppe nehmen? Yeah! Wir nehmen den Aufzug natürlich. Dann mal los! Lies besser die Schilder. Hier liegt Björn Tonnen, der einen kaputten Aufzug genommen und sich wie ein Idiot den Hals gebrochen hat. Ich muss allein wegen den Texten, muss ich die Game Overs mitnehmen. Ja, natürlich. Okay, das probieren wir nicht noch einmal. Wandmülleimer. Oh nein, er wurde geleert. Wo werde ich jetzt benutzten Kaugummi finden? Auf seinem paar Sandwichbrösel ist nichts mehr übrig. Skandal. Ah, Licht an, Licht aus. Der wird nie reagiert so gerade drauf, weil ich es öfters gedrückt habe. Mach da nochmal. An, aus, der wird nie alt. Wie gut. Ach, das ist so ein verspieltes Game. Es ist so verspielt. Dass ich jetzt nochmal ganz kurz in meine Wohnung gehe. Nur mal so ein bisschen die... Warte mal, ich hab noch... Was ist, wenn ich zum Beispiel mit der Schere an der Spielkonsole rummache? Ich höre gleich auf, ich gehe gleich weiter, versprochen. Es wäre wahrscheinlicher, wenn ich mir dabei die Finger abschneiden würde. Okay, das ist eine allgemeine. Das könnte theoretisch überall bringen. Jetzt vielleicht noch einen Schuh hier zerkleinern. Oh klar, ein paar Einschnitte hier und sie sind bereit für den Sommer. Yeah, geil. Das hier... Steingemälde. Warte mal, das könnte man mal genauer beleuchten, finde ich. Gucken, was er dann sagt. Was machen? Anleuchten oder mit der Taschenlampe schlagen? Ich habe ja jetzt auch ein Feuerzeug. Kann ich
bestimmt auch viel Blödsinn machen. Das Feuerzeug muss diesem Schuft gehören. Verbrenn dein Geld. Brenn, brenn und werde zu Asche! Was? Bringt nichts. Nee. Anscheinend ist es leer. Oh, vielen lieben Dank, Jared. Jared, ich kann mich nicht einigen. Wir müssen mal drüber reden, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Jared oder Jared. Vielen lieben Dank. Ich muss den, der Kater war heute schon so großzügig. Und, hat mir Dingens geschenkt, was wir dann auch wahrscheinlich nach Life is Strange spielen werden. Aber erstmal hier hin. Aber vielen lieben Dank. All eure Unterstützungen fließen in schöne Spiele ein oder ähnliches, was uns beim Let's Playen bzw. beim Stream dann natürlich behilflich sein kann. Observer, ich habe gerade den Namen von dem Spiel gesucht. Manchmal sind einfach Namen bei mir weg für ein paar Sekunden. Total nervig. Das wird noch schlimmer, ne? Das Alter, ich sag's euch. So, warte mal, ich will irgendwas anzündeln. Ist das jetzt immer so, dass das nicht brennen kann? Warte mal, ich mach mal eben irgendwas zündeln. Arme kleine Zeitung, ganz allein. Ah ne, er sagt das Gleiche. Hey. Okay, dann ist es doch nicht so gut, aber das kann man dem Spiel jetzt nicht vorhalten. Es ist, also das wäre jetzt echt extrem, wenn es wirklich auf alles. Das ist jetzt schon extrem detailliert, finde ich. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Wir wollen jetzt vielleicht auch noch einen neuen Schauplatz sehen, ne? So. Das ist die Map. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja auch eigentlich zum Polizeirevier. Ich könnte aber auch in sein, zu seinem Antiquitätengeschäft gehen. Oder wir gehen dahin, wo dieser mysteriöse Typ wahrscheinlich herkommt. Ja, also entweder erstmal hier Polizei meckern, zu seinem Geschäft gehen oder wahrscheinlich der Hauptstory folgen. Da können wir gerne mal einen kurzen Quickvote machen. Schreibt es einfach mal in den Chat, wo wollen wir hingehen? Auf was habt ihr mehr Lust? Das, was so also ich werde es nicht auszählen, aber das, was ungefähr die Mehrheit hat, das nehme ich dann. In der Zwischenzeit kann ich mal kurz ein bisschen was trinken hier. So, wir spielen das jetzt noch so, ja, so eine halbe Stunde, würde ich sagen. So bis 20 Uhr. Und dann machen wir unsere große Pause mit Musikwünschen. Und nach der großen Pause geht es dann weiter mit Metal Gear Solid 3. Ich glaube, ja, doch. Die meisten wollen, dass wir zur Polizei gehen. Die buchten den Trottel sofort ein. Der ist bestimmt ein alter Hund dort. Den kennt schon jeder. Garantiert. Okay. Ja doch, sieht jetzt schon ziemlich eindeutig aus. Geh mal zur Polizei. So. Ey, cool. Ich will mitspielen. Liegt ein Keks übrigens. Meckert die Polizei nicht, wenn ich mir den Keks von der Tastatur klaue? Der Polizist hat wohl vor kurzem Kekse gegessen. Gott, wir haben einen Haufen Kekse übersehen in unserer Wohnung, aber egal. Okay, der ist wahrscheinlich... Ach ja, es ist ja sau heiß hier. Die schwitzen. So, ich sehe das schon. Bla bla bla, okay. Also ich könnte mit den beiden reden, aber ich will mich erst umgucken. Kinderzeichnungen. Anscheinend hat dieser Polizist Familie. Kinderzeichnungen. Nein, Moment. Ist das eine Signatur? Und da steht etwas für meine liebe Sarah. Eugene. Wow. Einfach... Wow. Erwachsenzeichnungen. Eugene, ohne Zweifel, das sind die Zeichnungen des Polizisten. Wow, tolle Pflanze. Es ist verboten, auf die Pflanze zu pinkeln. Das weckt in mir Ideen. Nein! Nein! Nicht dein Ernst! Ah, hallo, Melli. Schön, dass du da bist.
Oh, danke, Jared. Machen wir. Sehr schön, freut mich. Können wir auf jeden Fall machen. Werde ich nach dem Stream mal reinschauen. Ja, natürlich machen wir das. Das könnte jetzt auch ein Game Over bedeuten. Deswegen, wir müssen das einfach tun. Sorry. Monsieur, Monsieur? Er tut es. Sie dürfen da nicht hingehen. Alter. Hey, was machen Sie da? Was zur... Hände in Ihren Kopf, sofort! Ich sagte sofort! Aber ich habe meinen Reißverschluss noch nicht hochgezogen. Dann machen Sie! Schnell! Verstecken Sie das Ding! Oh mein Gott! Sie haben die Pflanze total geflutet! Tut mir leid, ich konnte den Drang nicht widerstehen. Ich konnte die Toilette nicht finden. Ich kann es nicht glauben. Wir haben extra dieses Schild angebracht, nachdem das schon letztens passiert ist. Oh, das hat noch jemand gemacht? Cool. Ab ins Gefängnis. Kommen Sie, Bewegung. Sie pissen das Schwein. Kein Respekt für die Polizei. Game over. Ja, so kann man auch. Björn angeklagt. Sich in der Öffentlichkeit erleichtert zu haben. Such nächstes Mal besser nach der Toilette. Alter. Oh Gott. Okay, es ist nie passiert, Leute. Es ist nie passiert, was da eben passiert ist. Es war nur in eurem Kopf. Federmäppchen. Sieht wie ein Federmäppchen aus für die Schule. Oh, da sind kleine Herzchen drauf. Langsam glaube ich, die Polizei sollte mal die Diplome ihrer Rekruten prüfen. Oder ihr geistiges Alter. Ich will das auch spielen hier. Wow, sieh sich das mal einer an. Ein Röhrenmonitor. Und mir wurde gesagt, die Polizei hätte kein Budget. Soll die nicht stören, es beschäftigt. Was für eine hässliche Tasse. Die nehme ich nicht mit. Ich brauche nichts Hässliches zu Hause. Oder in meinen Taschen. Ja, natürlich. Das sagt gerade er. Ich habe eine Taste gedrückt, aber es hat nichts gebracht. Ich glaube, die Tastatur ist nicht mal angeschlossen. Yep, die Tastatur dient nur zu dekorativen Zwecken. Okay, reden tun wir erst zum Schluss. Kopierer. Ein Kopierer. Auf einer Polizeibehörde. Um ehrlich zu sein. Ich habe mal mit jemandem eine besondere Wette abgeschlossen. Ich hab's fast befürchtet. Als ich sein dümmliches Grinsen gesehen habe, als ich dieses Ding angeklickt habe, habe ich es mir schon fast gedacht. Ja, es wird wieder in einem Game Over enden, aber ich finde die Dialoge einfach so gut, das muss sein. Eine zweite Gelegenheit habe ich vielleicht nicht. Monsieur, dieser Kopierer darf nur von Polizeimitarbeitern verwendet werden. Ey, was tun Sie da? Setzen Sie sich nicht drauf! Sie machen ihn kaputt! Hören Sie überhaupt zu? Was? Was für ein furchtbares Ding haben Sie da kopiert? Sie haben Ihr Hinterteil kopiert? Ich habe mit jemandem eine Wette abgeschlossen. Ich musste es tun. Hände über den Kopf sofort! Oh nein, nicht schon wieder! Diesmal hat er es gemerkt. Auf die Pflanze zu pinken hat Ihnen wohl nicht gereicht. Cool. Also der Tod wird zurückgesetzt, aber im Gefängnis waren wir schon mal. Das ist sehr interessant. Hey, daran sollten Sie sich gar nicht erinnern können. Wie geil. Es tut mir leid, ich bezahle die Kopien, die ich gemacht habe. Oh mein Gott. Sie haben Boah, nee. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich dachte, ich würde bloß furzen, aber ich habe ihn so plötzlich rausgelassen. Sie wandern ins Gefängnis! Aber zuerst lassen Sie die Ihre Kacke ab. Oh, bitte nein, ich kann das nicht.
Sie ist ganz flüssig und stinkt. Ey, ich hab das nicht kommen sehen. Er wollte doch nur kopieren. Dafür kann ich nichts. Ja, angeklagt, Fotokopien auf seinen Hinterteil auf dem Polizeirevier gemacht und auf den Kopierer geschissen zu haben. Denk das nächste Mal nach, bevor du eine Wette annimmst. Okay, das ist... Wie gesagt, wenn euch das Spiel gefällt, aber euch der Humor zu kacke ist, man kann das am Anfang einstellen, wie kacke es sein soll. Ja, es ist halt sehr kacke eingestellt gerade. Ja. So, okay. Das ist, okay, jetzt haben wir das Schlimmste, glaube ich, geschafft. dann gucken wir uns mal weiter um. Ich könnte schwören, dass ich dieses Gesicht schon mal irgendwo gesehen habe. Ich kann aber nicht sagen, wo und wann. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ungelöster Fall. Heuern Sie einen Detektiv an. Ja, ich bin ziemlich sicher, Krokodilermittler sind viel effizienter als die Polizei. Krokodilermittler. Stehlen ist böse, Mord ist böser. Diese nützliche Nachricht wurde mit Steuergeldern finanziert. Wow, das nenne ich mal eine nützliche Nachricht. Nicht überraschend. In Ordnung, das Fenster ist hier. Das könnte sich im Falle eines Notfalls als nützlich erweisen. Es klemmt. Wir können es nicht weiter öffnen. Ich schätze, Sie wollen vermeiden, dass jemand durch das Fenster flüchtet. Verflixt! So ein Pech. Okay, hier ist Müll. Da will er auch hingehen zu dem Müll. Dann warte ich damit erstmal noch. Sofort anhalten. Ach, komme ich auch wieder in den Knast, wenn ich versuche da hochzugehen? Am Abwarten. Irgendwas sagt mir, dass diese Fußmatte einen bestimmten Zweck hat. Ich fahre nicht. Von daher hat die rote Ampel keinen Effekt auf mich. Ja, das ist... Ja. Irgendetwas sagt... Ja, okay. Ich habe mir die Dartscheibe noch nicht angeguckt. Sieht aus, als hätten wir hier auf dem Revier viel Spaß. Vielleicht habe ich doch den falschen Beruf gewählt. Dart spielen. Ich wette mal, der kann kein Dart spielen. Und trifft wahrscheinlich andere Sachen. Naja, schauen wir mal. Wohin gehen Sie? Ich spiele nur etwas Dart, ist das okay? Normalerweise würde ich Nein sagen, aber ich bin neugierig, wie sich eine einfältige Person wie Sie dabei schlägt. Hey, was meinen Sie mit einfältig? Schon gut. Mal sehen, ob Sie besser sind als Eugene. Ein wenig Konzentration. Zielen. Und... So. Ups, in die Wand. Ah, das war Ihr erster Versuch. Viel Glück beim nächsten Mal. Okay, auf. Versuchen wir es nochmal. Ja. Dieses Mal werde ich nicht verfehlen. Was werden Sie nicht verfehlen? Die Wand? Aha. Dann mal los. So. Nicht perfekt, aber diesmal auf die Scheibe. Sind Sie sicher? Schauen Sie nochmal hin. Ups, direkt in die Einkaufsliste. Sieht aus, als hätte ich auf Kartoffeln gezielt. Na komm, aber jetzt. Jetzt hier Bullseye, komm. Okay, dieses Mal habe ich ein Gefühl. Und danke für dein Follow, Hyde Zocker. Dart spielen, yes. Sie geben wohl nicht auf, was? Sehen Sie genau hin. Naja, wenigstens können Sie nicht noch schlechter werden. Dann mal los. So. Wo ist der Dartpfeil? Sie Idiot! Sie hat mich fast getötet! Damit habe ich eigentlich sofort gerechnet, dass das passiert, aber okay. Er ist einen Zentimeter an meinem Kopf vorbeigeflogen. Nein, wirklich? Ich nehme es zurück. Sie sind noch schlechter als Eugene. Oh, naja, ich versuch's nochmal. Auf keinen Fall. Hören Sie auf, sonst rufe ich die Polizei. Wir sperren Sie ein. Mann, es macht keinen Spaß mit Ihnen. Hopp, nochmal. Kann ich nochmal spielen? Nein!
Oh, kommen Sie schon. Ich mache es besser, versprochen. Lesen Sie von meinen Lippen ab. Auf keinen Fall. Lesen Sie es von meinen Lippen. Ah, verflixt. Da ist nichts mehr zu machen, oder? Okay. Immerhin kam ich deswegen nicht in den Knast. Nur fast, wenn ich ihn getötet hätte dabei. Aber so weit ist es nicht gekommen. So, dann auf dem Schreibtisch sind wir dann, glaube ich, auch durch auf der Seite hinter dem Kopierer. Das ist nix. Lanze, Dartscheibe. Ich habe mir die Notiz noch gar nicht angeguckt. Wir wissen ja schon, dass es ein Einkaufszettel ist. Ist das eine Liste? Karotten, Kartoffeln, Milch, Schinken, Kuhzunge, fettarme Suppe. Hat jemand die Dartscheibe mit einer Anschlagtafel verwechselt? Naja, warum auch nicht? Das ist eine Einkaufsliste. An einer Dartscheibe. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Da liegt... Nee, das interessiert ihn nicht. Die Pflanze hingegen... Die ist falsch. Ich habe ein Blatt abgemacht und es fühlt sich ganz hart an. Wenigstens wird niemand versuchen, auf diese drauf zu pinkeln. Wie beruhigend. Oh Mann, das Spiel, ey. Ah, hallo Amy. Und hallo Bianca. Hallo Lightning, ja, deswegen ärgert man nicht die Polizei. Aber es macht Spaß. Okay. Rezeption. Ansonsten kann ich mir... Okay. Halten Sie Ihren Ausweis bereit. Oh Gott, mein Ausweis. Ja, zum Glück habe ich den dabei. Reichen Sie Ihre Beschwerde hier ein. Okay, in meinem Fall funktioniert das. Aber was, wenn ein anderes Anliegen als... Wenn ich ein anderes Anliegen als eine Beschwerde hätte? Wenn ich zum Beispiel kurz davor wäre, ein Baby zu gebären oder so. Sie wären alle verloren. Ich glaube, das wird nicht passieren. Behörden machen mich verrückt. Beamte sind eine Art von Zombies. Sie sind nur an Papier interessiert oder an Karten. Sie haben kein Interesse an Menschen. Ah, da ist ein bisschen was Wahres dran. So, aber jetzt gucken wir uns noch den Müll an. Ups. Sorry, aber da liegt ein Keks, oder? Ne, das ist, kein Keks. Das ist jetzt einfach verteilter Müll. Ich war es nicht, ich schwöre. Das war der Wind. Nun, ich habe Glück, dass Sie es nicht bemerkt haben. Noch nicht. Oh naja, Sie haben bestimmt eine Putzfrau. Die wird sich darum kümmern. Okay. Aber ist da jetzt noch was Sinnvolles dabei rausgeploppt? Habe ich einfach nur Dreck gemacht. Sieht jetzt fast aus wie bei ihm zu Hause. Nee, ne? Da ist jetzt nichts Sinnvolles drin. Ein Keks für mich. Kekse sind echt gut versteckt. Muss man ja mal sagen. Aber ich glaube, ich sehe gerade einen. Moment. Dartscheibe. Da. Sieht aus, als hätte jemand auf einen Keks gezielt. Keks. Okay. Okay. Dann werden wir mal jetzt mit dir reden, weil der wirkt unwichtiger. Den haben wir auch schon ziemlich abgenervt. Ach nee, stimmt, wir haben den rechts abgenervt. Egal. Hallo. Hallo, hey, ich rede mit dir. Monsieur, bestehen Sie nicht darauf... Ach so, das sagt jetzt er, okay. Eugene hört schlecht. Ah, okay, verstehe. Eugene. Sie meinen, er kann nicht hören, was ich sage? Genau. Super. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Nee, warte mal, ich will nochmal mit Eugene reden. Hallo, ihr wart zu Hause? Blablabla. Ich bezweifle, dass Kauderwelsch helfen wird. Aber ich finde, es war ein Versuch wert. Oh Mann. Versuch mal etwas anderes. Lalalalalala. Was? Ich tanze direkt vor... Nee, was? Ich tanze direkt vor seiner Nase? Und er zeigt immer noch keine Reaktion? Nun, Eugene sieht auch schlecht. Was sie nicht sagen. Aber er spielt ein Videospiel. Das ist kein Spiel, sondern ein besonderes Heilprogramm.
das ihm ein Psychologe empfohlen hat. Ja, fehlen die Worte. So ist das also. Ich gib's auf. Dieser Typ ist entweder 100% behindert oder ein 100%iger Faulpelz. Ich weiß ja nicht. Warte mal, was habe ich denn? Kann ich noch irgendwie ärgern? Guck mal, hast du Hunger? Besser nicht, ich habe Angst vor... Oh. Manchmal habe ich sogar Angst vor mir selbst. Okay, komm, wir lassen ihn in Ruhe. Hallo, Polizist. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich würde gerne einen Einbruch und einen Überfall melden. Gemach, gemach, übertreiben Sie es nicht. Zuerst einmal haben Sie einen Ausweis dabei. Was? Sie fragen nicht erst nach meinem Namen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn Sie Ihren Ausweis dabei haben, steht Ihr Name da drauf. Wenn nicht, würde ich Ihr Anliegen sowieso nicht bearbeiten. Pff, ich hab's ja zum Glück dabei. Soll ich ihm... Oh, ich kann ihm ja sonst noch was zeigen. Hatte vorhin schon so viel Spaß gemacht. Was sagt er zu meiner DVD? Hey, mögen Sie Animationsfilme? Nein, ich hasse sie. Sie sind zu brutal. Die Figuren sterben immer in diesen Filmen. In Cartoons natürlich nicht. Naja, es gab da mal eine Studie. In Animationsfilmen für Kinder wird der Tod dreimal häufiger dargestellt als in regulären Filmen. Ist mir nie aufgefallen. Wenn Sie das nächste Mal einen Cartoon anschauen, achten Sie darauf. So, so. Na, ich weiß ja nicht. Wann essen Sie denn? In ein paar Stunden, warum? Naja, ich habe diese Dose in meinem Schrank gefunden. Sie ist vor ein paar Jahren abgelaufen, aber bestimmt immer noch essbar. Nein, danke. Ich sollte wirklich aufhören, mich auf die negativen Aspekte zu konzentrieren, wenn ich versuche, jemanden zu überzeugen. Könnte hilfreich sein. Und hallo, Sudes. Okay, ich muss einfach die Gegenstände durch. Ich finde das immer so interessant. Solche Taschenlampen verwenden wir bei unseren Ermittlungen. Ist das so? Hat mich 2 Euro gekostet. Was für Geizkragen. Und zum Schluss. Rauchen Sie? Ich versuche aufzuhören. Nehmen Sie das Ding aus meinem Gesicht. Das ist gefährlich. Was? Ein Feuerzeug? Gefährlich? Natürlich nicht. Drücken Sie einfach hier und... Arr. Sehen Sie? Sie haben sich verbrannt. Das ist Ihre Schuld. Sie haben mich abgelenkt. Okay. Psst. Das ist für Sie. Würde das helfen? Ist das ein Bestechungsversuch? Oh, das ist so ein großes Wort. Sagen wir einfach, das ist mein Weg, Anerkennung zu zeigen. Niemals. Ich bin ein ehrlicher Polizist. Wirklich? Hören Sie auf sonst. Okay, okay. Ich mach bloß Scherze. Vor allem mit 5,75 das zu versuchen, ne? Das ist unglaublich. Ich wette, so eine Schere haben Sie nicht auf Ihrem Revier. Um ehrlich zu sein, Sie haben recht. Haben wir nicht. Vielleicht könnten Sie sie Eugene geben. Er will etwas ausschneiden. Ach so? Ihr Kollege? Ja. Er hat schöne Zeichnungen gemacht und will sie ausschneiden. Tut mir leid, das war bloß ein Scherz. Ich gebe sie ihm nicht. Das ist nicht lustig, armer Eugene. Ich probier's später, ob ich es ihm vielleicht doch geben kann. Die Schnur? Ich glaube, diese Schnur wird helfen. Wobei helfen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, sie würden mir das sagen. Natürlich. Die Leute erwarten immer, dass die Polizei alles weiß. Okay, jetzt kriegst du meinen Ausweis. Weil Anzeige erstatten wird wohl nicht gehen, solange ich nicht, ne? Will er ja unbedingt haben. Hier, bitteschön. Ach, endlich. Sehen Sie, so schwer war das doch nicht. Das sagen Sie. Mal sehen. Herr Piontonnen. Sagen Sie mal, Ihr Name klingt nicht sehr französisch. Hören Sie, ich wurde in Paris geboren. Ich bin Franzose. Ende der Diskussion. Oh, verlieren Sie nicht gleich die Beherrschung. Das war bloß ein kleiner Scherz. Aber Sie haben recht. In letzter Zeit fühle ich mich nicht so gut. Ich habe Durst in diesem Büro. Ich wünschte, wir hätten eine Eismaschine. Wie auch immer, kommen wir nicht vom Thema ab. Sie würden also gerne Anzeige erstatten. Eine Sekunde, ich hole ein Formular.
Nur zu. Sagen Sie mir, was passiert ist. Also gestern, als ich in meiner Wohnung... Und hier bin ich nun. So, jetzt wissen Sie alles. Interessant. Nun warte ich, bis die Tinte getrocknet ist und dann lege ich Ihre Anzeige in die entsprechende Akte ab. Moment, das verstehe ich nicht. Ich habe Ihnen erklärt, dass ich bewusstlos geschlagen und ausgeraubt wurde. Und das ist alles, was Sie tun? Mein guter Herr, wir erhalten jeden Tag Dutzende Anzeigen für solche Übergriffe. Jeder mit logischem Verstand würde verstehen, dass wir uns um die wichtigsten Fälle kümmern. Hoffentlich finden wir Ihre Angreifer. Einer ganzen Tonne Glück, meinen Sie wohl. Tut mir leid, mehr kann ich für Sie nicht tun. Das war ja zu erwarten. Aber wir können jetzt noch ein bisschen über die fehlende Tafel zum Beispiel reden und Anzeige erstatten. Mal gucken, was da jetzt noch rauskommt. Hören Sie, ich würde gerne mit jemandem Kompetentem sprechen. Wollen Sie andeuten, ich sei inkompetent? Nein, das meine ich nicht. Es ist glasklar, dass du inkompetent bist. Es ist nur... Könnte ich bitte mit einem Inspektor sprechen? Es tut mir leid. Es ist nur Inspektor Cassé anwesend. Und er ist in letzter Zeit furchtbar beschäftigt. Kommen Sie an einem anderen Tag wieder. Aber ich muss ihn jetzt sehen. Das ist unmöglich. Tut mir sehr leid, Monsieur. Aber wir können weiter über ihn reden. Aber jetzt erstmal über die fehlende Tafel. Ich würde gerne etwas Wichtiges melden. Ja. Wissen Sie, ich habe eine seltene Statue zu Hause stehen. Darauf sollte eigentlich eine Art Tafel stehen. Und die ist weg. Gestern war sie noch da und jetzt kann ich sie nirgendwo finden. Und? Das muss es also sein, was die Diebe gesucht haben. Sie haben die Tafel gestohlen. Oder vielleicht haben sie diese Tafel nur woanders hingestellt. Oder sie ist auf dem Müll gelandet, als sie ihren Staubsauger benutzt haben. Sie nehmen mich nicht ernst, oder? Nein, tue ich nicht. Hören Sie, ich nehme das in die Anzeige mit auf, wenn es das ist, was Sie wollen. Ja, aber verstehen Sie es jetzt? Das war kein gewöhnlicher Raub. Ja, ja, wenn Sie das sagen. Jetzt nochmal über Inspektor Cassé. Und können Sie mir einen Termin mit Herrn Cassé geben? Wie ich bereits sagte, er ist sehr beschäftigt. Ich weiß, aber Sie haben mir noch nicht gesagt, wann er wieder zur Verfügung steht. Mal sehen. Ah, Sie haben Glück. Er hat nächste Woche um 6.05 Uhr Zeit. Sie machen Scherze, oder? Ich bin ein Polizist, Monsieur. Das würde ich nicht wagen. Klar. Okay, dann sind wir durch. Okay. Ich werde jetzt gehen. Das sehe ich. Guten Tag. Habe ich gesagt, ich versuche schon hochzugehen? Nö, ne? Warte mal, kann ich dir Dings geben? Da, Inventar, warte mal. Du wolltest die Schere? Geht das? Damit er ein paar Bilder ausschneiden kann? Aber wenn ich sie ihm gebe, kann ich selbst keine Bilder mehr ausschneiden. Du Egoist. Monsieur, Sie dürfen nicht nach oben gehen. Oh. Ja? Was habe ich gesagt? Dass Sie im Obergeschoss schöne Pflanzen haben? Nun, das ist wahr, aber Sie dürfen nicht da hochgehen. Halt! Aber du kannst nicht vorbei! Sind Sie taub? Ja. Hören Sie auf. Oh Mann. Nächstes Mal rufe ich die Polizei. Ich meine, wir werden sie verhaften. Ich bin sicher, das werden sie nicht. Ich habe andere Dinge zu tun, als sie zu beobachten. Zum Beispiel die Wand anstarren. Einschließlich, aber nicht ausschließlich, die Wand anstarren. Ich kann aber auch nicht aufhören, ne? Ich muss es provozieren bis zum geht nicht mehr. Genug! Das nächste Mal wandern sie ins Gefängnis. Na klar, als ob sie das könnten. Sehen Sie? Sie können gar nicht... Was zum... Lassen Sie mich los! Autsch, das tut weh! Ich werde das der Polizei melden! Oh Mann, die Witze, ey. Ja,
Wenn dort Stopp steht, ist es besser anzuhalten. Björn Thorn angeklagt, jeden geärgert und nichts auf Warnung gegeben zu haben. Das mussten wir jetzt natürlich auch noch schnell mitnehmen. Sehr gut. So. Okay, aber dann sind wir jetzt hier fertig, glaube ich einfach mal. Von dem fehlenden Keks mal abgesehen. Aber das ist ja egal. Wir haben schon genug Kekse. Kann ich eigentlich irgendwo die Kekse einsehen? Nö, ne? Ach ja, egal. Wir gehen jetzt. Warte mal, ich habe den Stuhl noch gar nicht angeguckt. Sieht gemütlicher aus als meiner. Eines Tages werde ich mir so einen guten Stuhl leisten können. Ich schwöre es. Man kann nie genug Kekse haben. Ja. So, ich werde euch jetzt die Entscheidung diesmal abnehmen und gehe, weil ich weiß ja, dass es hier weitergeht. Und ich will jetzt deswegen zuerst mal hier hin. Ich denke, da ist auch nicht so viel. Ja, wobei, hat er nicht gemeint, er wollte ein Eis haben, der eine Polizist? Aber das war, glaube ich, nur so erwähnt, ne? So. Ja, gucke ich mich mal um hier. Das Geschäft muss ja laufen hier, wie die... Als ich jung war, wollte ich Feuerwehrmann werden. Erwachsen zu werden, ist so grausam für das Kind in uns. Siehst du ein Feuer? Nö. Oh, die Tüte ist nicht ganz leer. Menschen widern mich an. Sie lassen nicht nur eine perfekte Tüte auf dem Boden liegen. Nein, sogar noch mit guten Chips drin. Oh Mann. Lecker. Anscheinend doch nicht so ganz. Aber er musste ja unbedingt essen. Eine kostenlose Zeitung. Die sieht nicht sehr ins... Die Gosse. Zeitung für muffige Nachrichten. Antiquitätenverkäufer in Brüssel ermordet. Hm. Das kommt uns doch bekannt vor, das auf dem Bild. Der Nacht von Sonntag auf Montag wurde M. Gojun leblos zu Hause aufgefunden. Der 51-jährige Antiquitätenhändler stand unter Verdacht, illegal zu handeln. Die Polizei vermutet eine offene Rechnung. Die Leiche wurde mit einem Messer im Rücken auf einem Pappkarton gefunden. Offenbar hinterließ der Mörder keine Spuren am Tatort. Mikakön hinterlässt eine Frau, zwei Kinder, eine Katze, ein Meerschweinchen, drei Fische und eine kabellose Maus. Naja. Er isst seine Zehe? Eine Kuh terrorisiert eine Schule. Dünnpfifffarbe. Ist 30 mal effektiver als... Okay, Moment, dieses Bild. Das ist dieselbe Vogelstatue. Im Artikel steht, dass letzte Woche ein Antiquitätenhändler aus unbekannten Gründen getötet wurde. Das ist ja fast so wie das, was mir gestern Nacht passiert ist. Das bedeutet, vielleicht hatte ich doch ein bisschen Glück. Ich behalte diesen Artikel besser. Okay, die Zeitung hat er mitgenommen. Okay, Chipstüte. Was? Ich? In die Kanalisation gehen? Was für ein Schwachkopf würde sowas Idiotisches machen? Ja, meine Rede. Ganz meine Rede. Nein, danke. Ich rieche auch so schon nicht gut. Ich kann nicht sehen. Nicht, dass ich etwas Interessantes in der Kanalisation erwartet hätte. Ich bleibe besser nicht zu lange darauf stehen. Einer meiner größten Ängste ist es, meine Schlüssel in die Spalte falten zu lassen. Okay. Wenn wir mal mit der Taschenlampe reinleuchten. Oh, der arme kleine Keks. Ah, jetzt habe ich den Keks erwischt. Er ist fast in die Kanalisation gefallen. Ich habe dich gerettet, Kleiner. Okay. Ich wollte aber eigentlich da reinleuchten. Ich kann den Boden nicht sehen. Es ist so dunkel, selbst mit der Taschenlampe. Okay. Dann pack die Taschenlampe wieder weg. Und wir gucken uns erstmal den Eis. Ach, zu dem musste ich laufen, okay. Ja, komm, warum nicht? Ich heb mir meinen Antiquitätenladen bis zum Schluss auf. Suck me. Oh nee, ey. Eisverkäufer. Empfehlungen. Alter, ist das teuer. Vanille. Schokolade.
Also kein Umtausch, Eiscremes. Okay. Zum letzten Mal gewartet, März 1989. Tennisball. Manche Leute verwenden Tennisbälle für ihre Anhängerkupplung, damit sie leicht rostet. Warum kein Fußball? Das wäre gewiss effizienter. Armer Tennisball. Er kann nicht tun für das, was er gemacht wurde. Französisches Produkt. Außer Eis und Waffeln. Toll! Wenigstens einmal etwas aus Frankreich! Das nenne ich mal ein Verkaufsargument. Vielleicht sollte ich dasselbe in meinem Laden aushängen. Ja, das passt in einem Antiquitätenladen auch super rein. Der Wagen an sich? Sieht modern aus. Diese Verkäufer sind so dumm. Es passt überhaupt nicht zum Rest der Straße. Kein Umtausch. Inakzeptabel. Haben wir da noch was? Reifen interessiert nicht. Nicht mit dieser Sonnenschirm, okay. Ich dachte, der Sinn und Zweck von Sonnenschirm ist es, Sonnenstiche zu vermeiden. Warum hat er ihn zur Seite gedreht? Er ist nicht sehr helle für einen kahlköpfigen Mann. Helle, die Sonne. Oh, ich habe einen Scherz gemacht. Oh, und was für einer. Okay, in die Tür, zu der Tür könnten wir... Ach, warte mal, da ist doch ein Keks. Geh mal weg mit dem Keks. Ich frage mich, hat jemand diesen Keks hier platziert oder ist er mit dem Efeu gewachsen? Muffige Straße, der Müllbeutel. Ah, der könnte mal hinlaufen, das Fass. Das heißt nicht, dass er mal hinläuft, er versucht halt was, er benutzt was. Wenn da etwas drin ist, ist das jetzt vermutlich ganz modrig. Ich hoffe, das ist Wein. Ja, Wein ist gut und Modrigkeit macht ihn noch besser. Da ist schon wieder ein Keks. Neben der Bananenschale liegt ein Keks. Ernsthaft, die Leute werfen einwandfreie Kekse weg. Im Müll. Die Müllmänner sind wohl schon wieder im Urlaub. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Oh, ich bezweifle nicht, dass ich da drin etwas Nützliches finden könnte. Aber danach müsste ich ein Bad nehmen. Ich kann es nicht leiden zu baden. doch kein Unterschied. Was für eine schöne, rostige Mülltonne. Zum letzten Mal geleert, 1989. Weißt du, das habe ich mir bei dem Gestank schon gedacht. Da kann ich mir auch den Müllbeutel angucken, wenn das anscheinend keinen Unterschied macht. Sieht aus, als gäbe es nicht genug Platz auf der Straße. Für den ganzen Müll. Nein, 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 ich kann nicht durch meinen eigenen Müll wühlen. Ich kann mich durch meinen eigenen Müll wühlen, aber nicht durch den Müll von jemand anderem. Zumindest nicht normalerweise. Okay, dann haben wir da alles. So, Leute, wir machen jetzt noch... Was? Abflussgitter? Ernsthaft? Du willst da... Verkehrsschild? Ich bin durch die theoretische gefallen. Ich habe also keine Ahnung, für was dieses Schild steht. Wow. Ich glaube, das bedeutet blaue Autos erlaubt, rote Autos verboten. Ja, leuchtet ein. Alles klar. So, das Letzte, was wir jetzt noch machen, bevor wir hier in die große Pause gehen und einen Spielwechsel machen. Wir reden jetzt noch mit diesem Eisverkäufer. Ja. Und dann gucke ich mir mal den Vote an, ob ihr dieses Spiel weiterhin sehen wollt. Das bestimmt nicht jedermanns Humor ist, könnte ich mir gut vorstellen. Aber anderen vielleicht umso mehr. Ich find's sehr, sehr lustig. Ich finde die Details finde ich sehr schön, die man hier hat. Diese sehr, sehr vielfältigen Details. Egal mit was ich kombiniere oder versuche, da klappt meistens was. Mir macht's Spaß. Manchmal ist es mir... Also manche Sprüche sind mir echt ein bisschen zu derbe. Oder manche Aktion, aber... Ja, okay. Wir haben halt so eingestellt, ne? So, also wir reden jetzt aber noch mit dem Eisverkäufer zu guter Letzt. Hallo, Monsieur. Möchten Sie ein Eis? Natürlich nicht. Ich bin hier, um Lebensmittel zu kaufen. Sie sind wohl ein Spaßvogel. Wie ich sehe, was? So, reden wir doch mal über deine Spezialitäten. Was für Spezialitäten haben Sie? Das westindische Eis. Kiwi, Guave und Litchi, alles zusammengemischt, um das leckerste Dessert aller Zeiten zu machen.
Möchten Sie eins? Vielleicht später. Geht noch weiter. Es gibt auch das schottische Eis. Das ist im Moment im Angebot. Wirklich? Wie viel? 50 Cent. Weniger als ein Euro? Wirklich? Warum ist es so günstig? Naja, um die Wahrheit zu sagen... Es ist bloß Wasser. Ich meine, ein Eiswürfel. Es ist ein schottisches Eis, wissen Sie? Lächerlich. Noch welche? Nun, wie wäre es mit einem polnischen Eis? So kalt wie Polen, mit Wodka und Minze. Sie müssen nur vorsichtig sein, nicht zu viele zu schlucken. Außerdem ist es mir nicht erlaubt, es an Minderjährige zu verkaufen. Sehe ich aus wie ein Kind? Oh, also wollen Sie eins? Nö. Okay, Spezialitäten sind somit aus. Alter. Okay, aber will anscheinend doch... Was willst du denn kaufen? Ich hätte gern ein... Ja. Ein... Nichts. Oh. Ich würde mir gerne ein leckeres Eis kaufen, aber... So wie es im Moment um meine Finanzen steht... Okay, bleibt gleich das... Wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich mir vielleicht eins kaufen. Oder wenn ich einen Grund habe... So, jetzt zeige ich mir natürlich noch mein blöden Zeug. Das muss einfach sein. Sie sollten Wursteis in Ihr Sortiment aufnehmen. Na klar. Und dann gebe ich noch ein bisschen Salz, Gewürz und Brot dazu, was? Ich mein's ernst? Nein, tun Sie nicht. Haben Sie je überlegt, Boni für jedes verkaufte Eis zu verteilen? Ja, aber dann müsste ich meine Preise verdoppeln. Soll das ein Scherz sein? Mit diesen unverschämten Preisen? Hast du schon mal was vom Gewinnmarsch gehört? Führen Sie mal ein Geschäft, dann können wir reden. Das mache ich schon. Ich bin der Antiquitätenhändler auf dieser Straße. Ja, und ich bin die Queen von England. Ich geb's auf. Braucht sie eine Taschenlampe, um... das Eis besser zu sehen, wenn es Mitternacht ist und... Sie ziehen sich selbst runter. Hier ist mein Ausweis. Warum zeigen Sie mir den? Sind Sie von der Gewerbeaufsicht oder so? Nein, ich wollte bloß Anteil nehmen. Toll, noch so ein seltsamer Kauz. Haben Sie schon mal mit geröstetem Eis versucht? Nicht wirklich. Ist das eine Spezialität, von der ich noch nichts weiß? Nein. Ich habe mich nur gefragt, wie es schmecken würde. Kaufen Sie sich ein Eis und versuchen Sie es selbst. Sehen Sie das? Ihr Geld? Kaufen Sie mir davon ein Eis? Nein, ich will bloß, dass Sie sich die Finger nach den Reichtümern lecken, die Sie nicht bekommen können. Ah, Sie sind sehr lustig. Das war kein Scherz. Bei der Zeitung könnte er ja wirklich mal was Interessantes sagen. Hey, haben Sie das gesehen? Ja, um ehrlich zu sein, das ist meine. Ich habe sie vorhin gelesen. Ich war letzte Nacht in derselben Situation. Sie meinen, Sie wurden ermordet? Oder Sie essen Ihre Zehen? Nein, natürlich nicht. Ich meine... Oh, vergessen Sie es. Damit sollten Sie das Eis schneiden. Damit? Mit einer Kinderschere für die Schule? Das ist nicht für Kinder, ich benutze die. Nun, ich stelle diese Aussage in Frage, um ehrlich zu sein. Und zu guter Letzt. Würde eine Schnur helfen, um das Eis damit festzuhalten? Danke, aber die Waffen haben schon ihren Grund. Wenn man ein Geschäft führt, muss man Neuerungen einbringen. Denken Sie darüber nach, okay? Ja, klar. Okay. Das reicht dann aber auch. So. Ja, tschüss. Yep. Ja, und das kann auch ich zu euch erstmal sagen. Meine Güte, was für ein Spiel. Also, ja. Mir hat's gefallen. Ich werde dann gleich mal gucken, wie es mit dem Vote dann steht in der Pause. Aber jetzt erstmal starten wir in der Pause. Diesmal ist es ein bisschen anders wie sonst. Jetzt nochmal an die YouTube-Zuschauer. Wir machen...